Heidi-ho, meine Lieben, ich bin's wieder, euer G-Man. Heute ist Donnerstag und wir zocken auch wieder Baldur's Gate weiter. Das läuft mal wieder wie am Schnürchen, dass wir alle Zeit finden. Das klappt ja nicht so immer. Und kaufe euch jetzt Jutta draußen. Wir machen an der Stelle weiter, wo wir am Dienstag aufgehört haben, natürlich. Wir hatten ja diesen großen Skelettsensenmann da platt gemacht. Ich habe jetzt keine Ahnung mehr, wie der hieß. Und dann hatten wir eigentlich recht zügig gespeichert und hatten schon mal angefangen mit dem Leveln. Das wir ja zum Teil auch schon alle gemacht haben. Und dann müssen wir jetzt an die Stelle zurück. Nicht vom letzten Stream, sondern vom Stream noch davor. Da sind wir ja die ganze Sache von hinten angegangen. Und letzten Stream sind wir das ja von vorne angegangen. Und da, naja, müsstet ihr euch angucken, die letzten Folgen. Um das genau zu verstehen. Und ja, die Sache ist, kam jetzt ein großes Update raus bei Baldur's Gate. Ich glaube, irgendwie 28,7 Gigabyte oder so. Wir haben es alle schon runtergeladen, außer der Schachschaulin. Der lädt gerade noch runter. Also müssen wir nochmal so 15, 20 Minuten überbrücken. Deswegen schalte ich gleich mal die anderen ein und dann quatschen wir halt noch ein bisschen. Und warten, bis das bei Schachschaulinchen fertig ist und wir dann richtig reinstarten können. Das ist zumindest der Plan. Wenn irgendwas mit Bild und Ton nicht stimmt, sagt gerne Bescheid, meine Lieben. Und sonst wünsche ich uns allen viel Spaß. Und ich schalte die Boys mal rein. Wenn wir uns treffen am Wochenende, kriegst du ein Bierchen dafür. Sind mehr als 50 Cent. Einfach, weil du es mir wert bist. Du hast mir nicht online angezeigt. Ich kann nicht ehrlich. Wieso, bei Steam bin ich da online? Wir sind da. Wer noch? Ich bin da online, ich bin bei Discord online. Hä? Hi, schön, dass ihr da seid. Hallo. Aber, hä? Vor 2 Minuten. Ich bin da. Das zeigt dann vor 2 Tagen. Hä? Du hast mir doch gerade eine Einladung geschickt? Ach, Jusen. Bei mir bist du auch nicht online, noch nie, Jusen. Aber wieso denn nicht? Das check ich jetzt gerade nicht. Ich hab mein Steam abgekackt. Vielleicht ist dein Steam abgekackt. So, und jetzt? Bei Ding stand gerade irgendwie abwesend, aber eigentlich habe ich nie auf abwesend geklickt. Hört jemand Jusen? Bei mir ist er jetzt leise. Willkür Jusen. Ach, Heiler. Ich war gerade auch irritiert. Aber jetzt, seht ihr mich. Ich habe euch nicht, auch nicht wirklich zugehört, weil ich hier gerade die lesen habe, die Ghoulhand. Jusen, ich habe dir eine Einladung geschickt, auch wenn du auf offline bist, kann ich dir Einladung schicken, aber wenn du keine. Ja, die habe ich ja gesehen, die habe ich jetzt angeklickt, aber da ging es ja nicht. Bis wir dann das gemerkt haben, okay, ich hätte auch dieses trotzdem starten machen müssen. Sind untote Skelette. Das heißt, dieses Fenster ist jetzt weg. Wenn ihr es nochmal losschicken könnt, das wäre mega süß von dir. Bei mir war es zuletzt online vor 4 Minuten. Schon lange her, ja. Das macht den Steam mal kurz zu und macht dort unten rechts aus der Taskleiste schließen und dann neu starten. Das Spiel nochmal zu und dann. Achso. Und dann muss er die 26 GB wohl nochmal runterladen. Ich hoffe nicht. Nee, aber okay. Start erstmal das Spiel. Kannst du das Spiel starten? Hatte ich ja schon. Ich war schon im Spiel drin. No, okay, ich hab's jetzt zugemacht wieder und jetzt mach ich's wieder auf. Ist das okay? Element. Vielleicht musst du Steam erstmal wieder auf und zu machen. Steam auf und zu machen. Hab ich. Nee, du musst unten rechts. Ja, jetzt ist er online. Jetzt ist er online. Okay, 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 okay. Wir sind das. Okay, komm, krieg 2 Bierchen, ist okay, kein jetzt schon 1,50. Mann, du kriegst 3 Bier, ist okay. Das ist nicht so der Angreifer, würde ich sagen. Könnte fliegen und eher Leute irgendwo runterschubsen. Da haben wir denn noch Erdelement. Alter, drück mal T und hover über die Textsachen, die gedingst sind. Die vorgehoben sind. Dann siehst du, wie viel Schaden du machst. Dann kannst du vielleicht ab. Ich hab grad T gedrückt, aber jetzt ist alles grau. Ja, genau, jetzt. Ja, und jetzt drüber hovern über die über das den Satz. Ah, okay. Hier seismischer Schlag. Ah, alles klar. Danke, David. So, 4 bis 24 und erdiger Hieb macht weiter. Weiche Knie. Fertiger Hieb. Du,
Ich will nicht zuschauen für Spiel. Trifft einen Feind mit. 3 bis 12 und hinterlassen Schlamm. Dauerhaft. Okay, ist der Schlamm denn da? Du hast im 1 Meter Umkreis deine Schlammpfütze auch, ne? Ja, okay. Na, das macht er dann die ganze Zeit. Genau. Mhm. Ja, jetzt. Nee, dabei, das ist eher ein Nahkämpfer. Hast du, soll ich nochmal den hier machen? Ja, genau. T wieder. Die Sturmböe 2 bis 12. Das wird durch Sturmböe umwirbelt und Kreaturen in der Nähe schockieren. Schockiert? Schockieren sie. 2 Züge lang. Okay. Der andere. Oh. Jolina hat gerade gerülpst. Nein. Ich habe aus der Ecke so ein. 3 bis 13. Ja, gut, macht dann wenigstens. Kriegst ein bisschen nach Knoblauch. Luftströme. Weil ich liebe Knoblauch, ne? Das ist halt ein Fernkämpfer. Der Geruch ist kalt. Vielleicht sogar fliegend. Der Geschmack ist geil. Ich hab mir wieder so eine Aioli-Dippe gemacht. Das ist deswegen. Das echt Feuer? Jetzt? Spaghetti oder was? Nee, ich hab mir Sandwich-Toast gemacht mit Käse und Salat. Oh, wie geil, da machst du so eine Aioli-Sauce. Ja, das ist wirklich, aber du musst ihn berühren, ne? Ja, ja, es wäre ein Nahkämpfer. Kann den Dip selber machen. Ja klar, aber All-Olio-mäßig. Ich weiß also Knoblauch... All-Olio kennst du nicht? Spaghetti All-Olio? Das ist halt diese Knoblauch-ölige Kacke da. Ist ja auch gar nicht schlecht eigentlich, die Attacke. Ja, Fernkampf und 24. 18 Meter, 2 Meter Radius ist ja auch vollkommen okay. Hat ein bisschen was, aber... Es wäre bis jetzt der Favorit. Und halt brennen, eine Standard-Attacke. Okay, gehen wir nochmal auf bis zu lange Rast, versteht denn da nochmal? Da stehen die Lebenspunkte. 102 Lebenspunkte, 10 Rüstung. 9, okay, 9 den, Meter weit kann er laufen. Guck mal bei dem R-Typ, bitte. Ja, bitte. Weil wenn der R-Typ doppelt so viel hat, genau. Oh, geil. Er hat 24 mehr. 8 Rüstungen mehr und kann genauso weit laufen. Lustig. Ja gut. Und der Wind vielleicht noch? Dann war er durch. Nee, den letzten. Der fällt uns gleich noch. Der vierte. Der... Nee, der erste. Wie viel Leben der hat? Der erste hat 90, 10, 9. Also der Erddings hat auch bloß, was war das, 12 Leben mehr. Und sonst ist er gleich. Ja, nee, dann Feuer und macht mehr Schaden bis jetzt so. Naja, aber der R-Typ ist halt tankiger aufgestellt, ne? Naja, aber 26 Leben ist nicht ganz so viel. Wenn du an die Gegner nicht rankommst, ist kacke, aber wenn du von Entfernung... Wasser haben wir noch, Digi. Genau. Wasser. Atme einen eisigen Sturm auf deine Gegner. Brennende Ziele werden rasch abgekühlt, sodass sie spröde werden. Oh, okay. Sowas gibt's auch. 3 Züge lang, 6 Umkreis von 6 Meter, also. Ja, ist bis jetzt nicht so schlecht. Hieb, ja, okay. Ein Feind, ein Hieb. Also eine Eisnahkämpfer quasi. Ja, naja, das ist ja eine Fernkampfattacke, oder? Nee. Nee. Das ist Nahkampf, hast recht, ja. 114 Leben, 12 Rüstung und 9. Also wieder ein bisschen mehr als, der Lufti und der Feuertyp, aber nicht so viel wie. Also mein Favorit wäre Feuer. Ah, ich glaube, da bleib ich auch nicht kämpfen. Feuer passt ja genau. Oh. Beziehungsweise kannst du, obwohl hast du die Fettpfütze noch bei? Ja klar, müsste ich eigentlich. Ja, ich sag mal nicht ja klar, wenn es nicht so ist. Doch habe ich. Naja, dann Fettpfütze und dann kannst du bei dem noch Feuer hinterherjagen und dann hast du die Optimum. Na, ihn solltet ja theoretisch nicht stören, wenn er am Feuer steht. Er ist ja ein Feuerelement. Ja. So, wäre ja ein bisschen komisch. Vielleicht stärkt es ihn sogar noch. Das muss man alles ausprobieren. Ja, die Feuerwand muss ich auch noch ausprobieren. Die haben ja beim letzten Mal, wo wir noch geskillt haben, Ende der letzten, des letzten Streams, haben wir die ja auch noch mit reingenommen. Da bin ich auch mal gespannt. Aber sonst eigentlich auch erstmal. Und wenn das Element halt nicht so. Also eigentlich machen sich die Beschwörungen, finde ich, nebenbei echt gut. Manche davon. Aber bin trotzdem gespannt, was die andere Sachen. Ich meine, so ein Telekinese-Move jede Runde machen zu können, ohne einen Zauberplatz dafür zu verbrauchen, um alles Mögliche zu werfen oder Gegner überall runterzustoßen, zu werfen.
jetzt auch nicht so schlecht, ne? Ja, aber das Gute ist ja, dass du automatisch mehr Attacken hast, beziehungsweise mehr Leben, wenn du andere spawnst. Deswegen, das finde ich schon ziemlich stark auch. Oh. Na ja, klar. Erst recht, wenn man den richtigen nimmt. Ich meine, bei dir mit deiner, na, was ist das da, Waldelfe, keine Ahnung. Und dem End, dem Baum. Das ist auch schon mal eine geile Kombo. Wenn ich halt ab und an noch den Zwerg gemacht habe, hat er auch seinen Zweck gehabt. Also er konnte auf jeden Fall gut was einstecken und ab und an noch mal einen austeilen, aber eher recht selten. Ja, aber dafür konnte er überall hinterherlaufen und hinterherklettern und springen. Wir konnten die anderen dafür nicht. Das können meine leider nicht, ja. Das ist leicht ärgerlich. Aber wäre vielleicht auch zu stark, wenn die mir die ganze Zeit hinterherlaufen. Ich muss auch gucken, wo wir denn als nächstes hinlaufen, wann wir nochmal auf die Gegner treffen. Da müssen wir mal ein bisschen aufpassen, weil ich würde das Element erst beschwören, wenn wir auch da sind. Nicht, dass der auch nicht klettern kann oder so eine Scheiße und dann nicht hinterherkommt. Ja. Naja, oder spätestens halt im Kampf. Beziehungsweise läufst du uns ein bisschen hinterher und wenn wir im Kampf sind, kannst du ja schon vorspawnen, sag ich mal. Jo. Dann schauen wir mal. Bis jetzt ist ja sonst so gut wie alles voll. Ich kann auch alles nochmal nachladen. Kann man mit diesem geschlachteten Verstand machen? Ich habe so ein geschlachteter Verstand, kann man nur verkaufen wahrscheinlich, oder? Was ist das denn, Jusen? Menschliches Gehirn, lebendig und intakt, umgeben von Cerebrospinalflüssigkeit. Ich musste mal gucken, ob man das bei Alchemie irgendwo braucht und wenn nicht, dann kann man es, denke ich, nur verkaufen. Ein Gehirn? Ist das so ein grünes Teil? Ja, ja. Die kannst du, das habe ich letzte Session gemacht, ach so, die das. Kannst du da auf so ein Podest stellen und dann kannst du da mit dem Kopf reden. Okay, also eigentlich erstmal behalten die Dinger. Okay, da weißt du, ob man sowas nochmal braucht. Oh. Shaolin, kannst du spontanerweise diesen Blutdurst-Elixier herstellen? Das kann er dir jetzt, glaube ich, gerade nicht sagen. Ist da nicht noch ein Elixier drin? Ne, ich habe das ja letztens genommen bei dem Kampf, deswegen habe ich es gerade an, aber ich meinte nur für die Sicherheit, falls wir dann mal wieder eine lange Rast machen und dann ist das Ding ja weg. Kann ich bestimmt herstellen. Bestimmt heißt, du hast jetzt nicht nachgeguckt. Jetzt guck doch bei ihm nach, Digga. Geht er nicht. Ne, ich weiß nicht, wie. Was, na, drück Tab und dann guck erstmal, ob er vielleicht eins dabei hat. Das kannst du ja wenigstens machen. Also ich hab sowas nicht. Na, wir hatten nur eins, soweit ich weiß, und das hatte ich letztens benutzt. Aber wenn wir jetzt demnächst noch keine lange Rast machen, dann könntest du oder David, also Pyla oder David, könntet die Elixiere da trinken mit der Wachsamkeit, wo ihr mehr Initiative kriegt, damit ihr früher dran seid. Boah, welche sind denn das? Ne, ich hab noch das mit dem Unsichtbarkeit. Elixier der Wachsamkeit. Das hab ich sogar noch drin, deswegen gucken. Also mein Elixier ist noch aktiv. Ja. Oh, läuft noch? Ah, stimmt, da ist dieses komische Auge über dir im Charakterbogen. Okay, das ist dieser Song. Wir haben doch letztes Mal, glaube ich, nur eine kurze was gemacht. Ja, genau. Ja, das war richtig, ja. Ja, du kannst das Elixier ja auch ersetzen. Ich weiß halt nicht, ob wir jetzt nochmal einen unsichtbaren Gegner kriegen werden. Bis zur nächsten langen Rast. Wenn nicht, dann trinkst du halt das mit der Wachsamkeit. Ist ja wurscht. Ich würde es drunter, also ich würde meinen Sitz drunter lassen und nicht überschreiben. Musst du ja auch nicht. Hab's ja nur angesprochen. Also die Elixiere haben wir ja, warum sollten wir sie nicht nutzen? Ja, naja, klar. Hat der David bloß eins von wo? Na, Perl, du hast auch kein Elixier drin, oder? Nee, deswegen. Ah, ich gucke ja gerade bei David mal durch, was der noch so auf Tash hat. Präzision. Alex hat ein Ding drin. Elixier der Hügelriesenstärke. Ja, ich habe ihn drin, aber Pyler nicht. Darum ging's. Trank der Geschwindigkeit. Ja, ich trinke nur dieses Elixier, das mit der Hügelriesendings. Weil ich brauche die Stärke für meine Nahkampfangriffe. Alex hat auch noch eins, ja. Weil ich fahre diesen Blutdurst, der ist richtig gut. Ja, die sind für dich richtig gut, ja. Wenn du schwere Rüstung auch skillst, dann kriegst du auch nochmal Stärke dazu. Jo, Liemchen, das war an dich gerichtet, denke ich. Aber bis jetzt waren die anderen Sachen wichtiger. Muss ich mal sehen. Oh, naja, klar. Muss man ja ein bisschen, wenn man alles geht. Wo sehe ich ein Elixier? War welche Farbe? Das steht da direkt, Elixier. Also, die haben die gleiche Farbe wie Tränke. Also, bei euch sehe ich das. User hat ein rotes, du hast ein gelbes drin.
Und was hat der? David hat so ein niederes Auge über sich, das ist sein Elixier. Pixies Segen ist das, was das Auge, was er drüber hat. Jetzt müssen wir ja alle haben. Wir haben ja alle dieses Pixie Segen, oder? Er hat ein Elixier, der dunkel sieht oder sowas, also. Oder unsichtbares Sehen oder sowas. Für den Typen da, den wir da letztes Mal gekämpft haben. Ja, unsichtbares Sehen war das. Und ich hab keinen drin dann oder was? Doch, von Wonne durchtränkt, oder? Nee. Nee. Er hat noch. Du hast noch kein Elixier getrunken gehabt. Das kannst du einmal pro. Also. Das zur langen Rast, ja. Das, genau, das fällt einmal immer bis zur langen Rast. Oh ja, passt. Dann rein damit. Prösterchen. Und die Elixiere überschreiben sich da, halt. Hier also unten. Jetzt das... Da sehe ich sogar noch besser. Ja. Und da sehe ich es. Ja, also hatte ich recht, die Popus gucken, ob da ein Elixier drin ist. Genau. Jo, cool. Plus 5. Ja, du kannst halt immer nur ein Elixier aktiv haben. Ja, ja, das. Das hast du ja letztes oder vorletztes und vorvorletztes Mal bestimmt auch nochmal erklärt. Ja. Kann ja sein, dass wir immer neue Zuschauer kriegen. Also, ja. Ihr könnt halt nicht hintereinander wegtrinken, wenn wir immer nur eins haben. Genau. Dafür gehen aber andere Segen und Buffs halt mehrere. Ja. Na, nur Elixiere werden ausgetauscht, glaube ich. Ja. Wenn Elixier einen Buff gegeben hat, na klar ist ja dieser Buff dann auch weg, aber... Werden eigentlich nur Elixiere ausgetauscht, oder? Ich glaube ja. Ich glaube, du verlierst dann auch immer einen Teil deines Genitals. Ja, aber ich glaube, man kann immer nur einen Elixier nehmen, soweit ich weiß. Was machst du da, David? Hast du es wieder angehangen? Nee, der ist halt Kopfschmuck. Nee. Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Ah, 4 Minuten Bräune. Ja, nice. Hier sind 4 Minuten aus. Loser. Ja, mal gucken. War Alex mit dem Skillen durch oder nicht? Ja, alle waren fertig außer David und der hat sich jetzt ausgeskillt. Okay. Und das Geile ist, ich habe immer noch am meisten Lebenspunkte. Ja. Heiler, mein Skillen war recht leicht. Ich kann mich verkleiden. Ja, stimmt. Ja, das war ja diese super tolle Fähigkeit. Da musst du sie aber auch mal einsetzen, ja? Und was heißt verkleiden? Schön. Alter. Okay. Aber wie hoch ist es denn? Ich verstehe jetzt nicht deinen Plan. Kannst du auf den raufspringen? Ja, bestimmt. Aber sowas von. Kannst du auch einfach nur hochspringen und David packt schnell einen drunter? Nee, das geht nicht. Ja, das geht nicht. Schade. Steht da der Jusen. Einen hast du da noch, David. Der kleine, der drauf geklettert ist. Ja, aber in einer bestimmten Höhe ist das so hoch. Was ist da? Ich kann grad nicht auf das andere rüberspringen, ne? Das wäre jetzt nicht möglich. Ja, mal. Ich glaube, so langsam er nur, dass David dich verarschen will, dass du da oben stehst und er wirft es um. Genau, hat er ja schon gemacht, aus Versehen. Ja, ja. Das war ein bisschen nicht da runter. Warum hängt denn der eine jetzt so an dem Ding fest? Weil der Boden da schief ist, oder? Nee. Aber weil du im Weg warst. Du bist zu fett, David. Oh nein, jetzt hängt das auch noch mit dem zusammen. Oh. Ja, cool, das sieht doch mega aus. So, weil er nicht richtig angesammelt hat. Okay. Das ist irgendwie komisch. Ach ja, Alter. Jetzt sind sie hier noch nicht so richtig. So. Welche Richtung müssen wir denn? Also kannst du auf die andere Seite? Okay, also zur Hauptquest geht's so viel. Ja, meiner springt ja irgendwie gar nicht mehr. Da lang weiter. Jetzt kann er. Warte, halt. Okay. Was jetzt? Nope. Warte, ich bewege mich mal. So besser? Ne, kann ich nicht anspringen.
Lad doch einfach neu nochmal. Okay. So neu laden. Ne, dann stehe ich wieder da oben und wir haben ja jetzt nichts verpasst. So, ja, ja, da kannst du jetzt drauf. Ne. Ne? Kann er nicht rüberspringen, ne. Na, aber du kannst doch hier auf die andere Seite rüberspringen. Nee, geht jetzt gerade auch nicht. Irgendwie kann ich gerade gar nicht springen. Na, kannst du jetzt springen? Ich probier's. Nee, okay. Irgendwie kann ich jetzt gar nicht mehr springen hier. Wir sind doch in den schattenverfluchten Landen noch unterwegs, oder? Nee, das ist woanders gewesen. Ach, schattenverfluchte Lande sind wir gerade, glaube ich. Wir sind hier wenn wir da irgendwas drüben zufällig sehen, was, wo Blumen wachsen, was ja hier recht untypisch ist, da haben wir auf jeden Fall eine Quest. Kann ich springen, David? Haben wir hier ein paar Quests? Ich kann nicht mehr springen. Die Eltern? Okay. Okay, cool. Kann ich das auch machen? Ja. Chillig! Ja, so kann ich auch runterkommen. Du bist bei mir schwebst in der Untersuche die Steinmetzgilde. Echt? Mhm. Find Moll. Suche nach Moll in den Trümmern des Mondaufgangs. Aber da sind wir doch hingespawnt, bevor wir hier rein sind. Oder war das der Einstieg? Ich weiß es nicht mehr. Das sind schon die Begleitermissionen, da haben wir auch noch recht viele. Die Begleitermission, die machen wir ja nie, weil die Begleiter ja nicht dabei haben. Ja, angeblich funktioniert es nur so, ja. Durchsuche den Keller, da haben wir auch noch was. Das ist aber die Anfangsregion. Aber alles dazwischen haben wir wohl gemacht. Ja, in dem, wo wir jetzt unterwegs sind, sind es noch 6 Missionen. Baldur's Tor haben wir halt schon 3 Missionen. Die Hauptquest geht ja da in die Richtung, wo wir 2 haben. Und dann haben wir noch die private Quest. Bei mir ist das halt die mit dem Artefakt. Aber da müssten wir halt mit der, mit dem Hauptmann sprechen. Und dem das Artefakt zeigen, wo wir uns ja, glaube ich, gegen entschieden haben, ne? Oder ist das nicht das gewesen? Weißt du das noch, Alex? Ne, das Artefakt ist das von Schattenherz, was wir da bekommen haben, dieses Kästchen. Mhm. Das hatte ich in dem privaten Spiel gemacht, das war auch in Akt 1, da sind wir nicht hingelaufen. Oh, okay. Da hätten wir auch gegen eine Göttin gekämpft. Oh, alles klar. Ja, aber theoretisch können wir ja hier nirgendwo. Na obwohl, da ist ein Gang, den sind wir nicht weitergegangen, den sind wir noch nicht weitergegangen, ja. So, eigentlich müssten wir erstmal wieder ein Stück zurücklaufen und die anderen Gänge nach oben gehen auf der Karte. Oh, ich weiß auch gar nicht, wie wir auf die andere Seite eigentlich kommen sollen. Ach nee, von da sind wir gekommen, ne? Da ist ja das runde Loch, da war da das Vieh, wo wir es platt gemacht haben und da hinten würde es weitergehen. Suche nach Thalias Schatten. Folge der Straße westwärts nach Baldur's Tor. Folge der Straße westwärts nach Baldur's Tor, ja. 3 Missionen. Ja gut, aber das heißt ja erstmal eigentlich wieder nach oben laufen, hier hoch. Und da hinten nochmal nach rechts die beiden Sachen. Ich glaube, wir haben Shaolin gut beschützt jetzt. Bin ich tot? Du warst kurz davor, wir haben dich gerettet. Musst du noch ein bisschen enger stellen, David. Wir haben dir eine Schutzhülle gegeben, sag ich mal. War knapp, die Gehirne sind hier echt frech, die hier rumlaufen. Ich komme jetzt hoch. Sehr schön. Was gab's bei euch eigentlich zum Abendbrot? Oder was soll es noch geben? Nicht alle auf einmal.
Bei mir gibt's wie immer Stulle mit Brot. Einfach Käse und Brot müssen. Ich leg Pen meistens. David. Bei mir gibt's auch Stulle mit Käse und Brot. Und Alex. Sandwich, Toast und Aioli Dip. Oh geil. Ja. Das ist mal was zu essen wenigstens, ja. Hey, das andere ist auch was zum Essen. Was sagst du denn? Und Käse hat David noch gefragt. Achso, ja. Ist da Käse dabei? Schonichin, ja, oder? In dem Sandwich-Toast drin, ja. Okay. Ah, ja, schön. Wir haben Lasagne gegessen. Ja, schön selber gemacht. Ganz fix und schnell. Lasagne? Mhm. So, jetzt nach rechts. Oder die nächste nach rechts. Da gehen die erste nach rechts, okay. Naja, ich glaube, die war schon hinterher, ja, nicht, dass ich wieder weg. Ich auch, aber ich muss ja euch ein bisschen vorlaufen lassen. Wo ist David? Seid ihr schon losgelaufen? Jupp. Ach, du sitzt nicht am Rechner, ja? Ja. Sag das doch. Ich krieg das nicht mit, ob du am Rechner sitzt oder nicht. Ja, ich ja selber nicht. Geh mal vor, Felsack. Ich muss ja jetzt mal gucken, ob ich wirklich Stulle mit Käse da habe. Aber ja, es ist so. Okay, dann gucken wir uns hier mal um, würde ich sagen, ne? Okay, David greift schon wieder die lilanen Explosionsdinger an. Das war nicht mit Absicht. Das sagst du immer. Kann man eigentlich irgendwie seine Aktion abbrechen? Wenn ich irgendwo drauf... Ich weiß nicht, ob es einen Shortcut dafür gibt. Ich glaube Rechtsklick. Wenn oder einfach anders wieder hinklicken. Hier ist eine rustikale Rot. Hast recht, hier ist ein Rechtsklick. Ich drücke mal Escape. Hier ist eine rote Kiste. Ich mach die trotzdem auf, oder was? Ja, ist doch keiner da, der nicht beim Clown gucken könnte. Guck mal, wer da klaut. So, ja, ist schon mal gelootet. Von da sind wir seriöse gekommen. Flüssigkeit. Warte mal, ich werde mal kurz meine Waffe da reinstecken. In die mysteriöse Flüssigkeit. Wieso geht das denn nicht? War zu mysteriös drin, oder was? Oder geht's hier weiter? Okay, ich sehe gar nichts. Ja, mit dem Leben. Ah, okay, hier geht's hoch. Oder was? Ne, hier ist wieder eine Tür. Okay. Müssen wir uns mal entscheiden, in welche Richtung wir gehen, oder? Und da habt ihr ja gelootet. Oh! Das wusste ich nicht. Das ist gut. Ich hatte sie doch nur in der Hand. Okay, ich mach die Fackel wieder aus. Es reicht also schon, wenn man das Ding einfach nur in der Hand hält. Aber ich wusste auch nicht, dass die scheiß Flüssigkeit hochgeht mit Feuer. Okay, hier waren. Dann gibt es nur noch die Wege, wo wir durchlaufen können, ne, Leute? Hat zum Glück keiner irgendwie doll Schaden gekriegt, ey. Oder hast du da vorne schon geguckt, Yusi? Alter, da waren wir schon zu dritt, da war nichts. Nein, gar nichts, der Altar und so. Alex, bist du durch? Nee. Bist du mal zurück wieder. Aber da hinten ist keine Tür, da geht's nicht weiter. Dann geht's nicht weiter? Aber da hier waren wir noch nicht. Ja, da geht's weiter bei dir. Achso, im Larvenzentrum. Und Kopf bist du es. Larvenzentrum. But empty of tadpoles. Unusual. Welche Seite denn jetzt gelaufen? Harvesting all the larvae indicates they are getting ready for something big. Das andere, da geht's nicht durch. Husch. Ihr könnt da Wahrnehmung machen in der Brühepfütze. Musst du draufklicken. Ah, kann ich nicht. Okay.
Susan geht gleich rein. Da. Das mit. A parasite. Take it. It might be useful. Ah, ja, cool. Hast du Parasiten rausgezogen? Wieder eine mehr. Ich glaube, hier, wo ich gerade langlaufe, gibt es noch mehr. Berühren. The device does not react to your touch or presence. Next time's the charm. The device does not react to your touch or presence. The device does not react to your touch or presence. The device does not react to your touch or presence. Zu viele Stimmen in meinem Kopf. Still linger about it. And memories of its former inhabitants. The device does not react to your touch. The device does not react to your presence. You see the streets of the Baltic echo, the emblem of the flaming mind. Okay, jetzt reicht's aber. Martial drills and courtly dances. Ah, okay. Neural, aber... You feel the courage of a soldier who became a commander, and the intelligence of a commander who became a duke. Ein Intellektverschlinger. Haben wir mit dem schon mal gequatscht? Ravenguard. Kannst du mal probieren? Okay, jetzt sind wir im Kreis gelaufen. Wenn wir jetzt nach links laufen, oder Alex jetzt langläuft, direkt nach links raus, dann kommen wir wieder da an, wo wir herkamen. Mhm. Aber anscheinend kommen wir ja da irgendwie hoch, ne? Ja, na, irgendwie muss es gehen, weil ich wüsste jetzt nicht, wo man weiterkommt. Außer, ich weiß nicht, ob es hier weiterging oder kamen wir von, aus Richtung Süden. Weil da sieht es aus, als wenn auch noch was fehlt. Genau wie Richtung Südwest. Da sieht auch aus, als wenn noch was fehlt. Na, da unten, wo es so aussieht wie eine Brücke, da war Abgrund. Da ging es nicht weiter. Na, und unter dem roten großen Blutfleck noch drunter, da wo ein anderer Kreis ist, wo so blaue Diamanten aus dem Boden gucken. Da kamen wir her. Okay. Nö, na, dann müssten wir alles haben, wa? Danke, ja. Es wird ja auch nichts angezeigt oder so auf der Karte. Also müssen wir mal links. Wir müssen dann nochmal da nach unten und dann können wir da irgendwie wieder nach oben porten. Da wo du gerade bist, oder was? Ja, geht da mit dem Fahrstuhl runterfahren. Mann. Was ist dieses andere? Das wollte ich auch mal kicken. Geh mal gucken. Hier ist dann noch so ein komisches Neutralapparat. Ja, die hängen doch hier überall rum, die roten Dinger, oder was meinst du? Ja klar, mit dem einen Fahrstuhl fahren wir runter, aber was ist mit dem hier hinten? Hier ist auch noch so ein Ding. The platform's already here. Nein. Ach so, die ist schon hier, okay. Ich hab die Tür auf und zugemacht. Dann kannst du hier wieder hoch und die Plattform dann mit dem Ding. Wenn wir jetzt runterfahren würden, kann der. Achso, wollen wir das Heil-Ding nochmal verarbeiten? Ich nehme mal das Heil-Ding. Ja, ich hab schon noch was. Oh, wir sind alle rechtzeitig aufgehalten, nice. Das heißt, solange wir in der Nähe stehen, ja. Oh nein, wartet mal, Leute, guck mal hoch. Ich dachte, ich wäre auf der Plattform gewesen. Na gut, ich weiß es. Du schaffst das schon, Jusen, wir glauben an dich. Wir holen dich später ab. David fährt wieder hoch. Ja, so, cool. Ne, ich hab gedrückt, ich dachte, ihr seid alle schon runter. Ja. David fährt wieder hoch, weil er zu langsam war. Ne, ich wollte die User abholen. Achso, danke. Aber hier muss ja auch noch so ein Ding. Aber danke. Wissen, dass du auch heil noch. Fahrstuhl-Service, Nildus Regens. Ja, ist so. Ja, hier hinten ist ein Portal zur Oberfläche. Welche Etagen möchten Sie denn? Es gibt nur. Sommermode. Es gibt nur zwei, aber. Und auf eine befindet ihr euch. Aber auf welche willst du denn? Auf Etage Sommermodus. Pokebälle und auf Etage 3 gibt's TMs. Boah, stimmt, ganz Ungas die TMs, ja. Ganz Ungas toll die Autos. Stimmt, so war das. Also aber da konntest du auch Getränke und das mit irgendwelchen anderen tauschen, hast du auch TMs. Ist schon durchgegangen, Alex? Ja. Wo müssen wir denn jetzt einmal? Ich glaub hier oben. Ach, durchs Loch los. Portal zur Oberfläche. Da seid ihr rein. Ja. Wir sind ja ein paar Homies von uns. Dann hat er den Nachbarn. So. Mit dem Untoten da, der will wieder quatschen. Kann einer mal machen. I want to have a word. Na, wir sind quatschen. Ist er mit dem Untoten quatschen? Ich hab ne Cutscene. Ich auch. Okay. Yet gut, ich komm mit Cutscene.
The dead three united under cover of darkness. Jetzt bin ich zu dem Typen genau auf dem Sonne, Scheiße. Shifts. There are depths to this alliance yet unplumbed. Botti. Consider. Das war ja Botti. Do Illithids possess souls? Ein Happy End, das ist schön. Setzen wir die Seele? Wir dürfen uns das nicht mit dem verscherzen, weil sonst kann man sich immer wiederbeleben. Ich weiß nicht, ob wir die Seele besitzen, David. Du kannst gerne nachgucken. Ich kann aus dem Dialog, glaube ich, nicht rausgehen. David, du kannst sonst im Inventar ja bei uns nachgucken, aber ich kann nicht aus dem Dialog rausgehen. Ach so, nee. Ich hab mich verlesen. Besitzen bittete Seelen. Vergesst was. Wenn sich zwei Frauen küssen, kommt der Shawnee. Na klar, na klar. Da kommt der Zwerg dazu. Boah, ey, kann ich mitmachen. Was soll ich denn sagen? Mach Bier nicht. Thou shalt think about it now, and I shall give the answer. Mind flayers are soulless. Yet, the three amass an illithid army void of apostolic souls that could imbue them with power. A flock without souls, yet to what end, this is the question that must come to answer. Es gibt doch gar kein Maximum, oder? Until such time, be availed of my services. Nimmt eine mit. Vielleicht jeder noch was. Okay, where matters of balance are concerned, I am eternally called. Sex ist ekelhaft. Hm? Nur so ist gerade im Hintergrund auch. Ja, jetzt sind wir wieder weg. Ich bin jetzt im Gespräch von Pylorus, glaube ich. No. Aber so einen Peter haben wir doch schon bei uns, oder? Oder ist das derselbe? Nee, ja, das ist Lazarus. Was denn hier? Yes. Bane, frag mir so blöd. Lord hat man am Anfang, da warst du noch nie dabei. Baal, Lord of Murder, Merkel, Lord of Bones. Once judged, ascended, then vanquished as one. And also, as den müssen wir die Properze küssen. Er lebt uns immer reforged, wieder, wenn wir sterben. Mortal. Nicht uns, Jonin. Quake. And the gods. Wir haben bald einen Ork, der wiederbelebt werden muss. Halb Ork, bitte. Obwohl, du meinst mich ja gar nicht anscheinend. Sehr gut. Ja, denn ich. Was, Heuerling? Was sind denn Heuerling? Very well. Okay, dann machen wir schon. Meatling. Kostet? Nee, brauchen wir nicht. Da kann man einen Begleiter haben. Geh weg. Geh lieber weg. Der will Kohle holen. Aber auch gut zu wissen. Like your mind. Once you're dead. How'd you survive it? Fanuel. Gibt's eigentlich einen Händler? Nee, wa? Doch, die hockt da vorne. Boah, alter Josef, war nie so bescheuert. Habt ihr hier mit allen anderen schon gequatscht? Nee. Ach du Heiliger. Also gibt's keinen Händler, oder? Catherick's done. Doch, Jusen, das ist immer noch der gleiche Händler wie seit Anfang des Spiels. Ne, ich meinte jetzt nicht Lazarus. Den meine ich jetzt nicht. Das ist die bloßen Satz. Ich meine jetzt hier, wo wir sind. Ja. Hier ist ein Händler, immer noch. Der gleiche wie immer, Jusen. Der rennt nie weg. Like der Kohle können wir verkaufen? Treat ja. One patch and two more bloom in its place. An elder brain, bound by lost Netherese magic, with servants of the dead three holding the chain. Reminds me of old times. Oh, man kann noch mit der weiterrennen, okay. Extensively. Mind flayers too. But I never dreamed of seeing gods and illithids working in consort.
It is most disturbing. But take courage. We have killed a man who could not die. Seit dem Update hat das Spiel echt viele Bugs. The Absolute's army of its general. Welch findest du? You have a nether stone. And you're on ja, the stimmt, scent das Springen und ein paar more. Aktionen kann ich auch nicht machen. Ja, stimmt schon. These chosen have reason to fear you, and I would like to be at your side when you confront them. Mach zweitens sehr lieb und dann. Gehst wieder zum Kurs und dann geht's weiter. Falling foul of Catherick convinced me that my grand adventures were behind me. That even if I survived, I should hang up my blades. But you convinced me otherwise. Crazy. We ventured into darkness together. Now we've come out the other side. I'd say I'm feeling a little refreshed. Nur ein bisschen, okay. When we reach Baldur's Gate, there will be even darker paths to tread. Das ist schön. I will follow you wherever they lead. Kommt das gleich mal, euch verlinken? Hier, zweitens. Ja. Schickt man sie erstmal ins Lager, kann man nochmal quatschen. Ja. With the Absolute's army gone, the Risen Road should be clear. We can follow it all the way to Baldur's Gate. There's okay. A Harper's safe house in Wurmstrossen. Denthalan's Dancing Axe. We'd do well to check in with them before entering the city proper. Beyond that, our course is yours to set. I can recall how to take orders as well as give them. Wettet, ich fühle irgendwie nicht, ein bisschen nicht los, dass sie auf mich steht. Nee, die hat ihre Partnerin, damit hat Shaolin ja vorhin sie überrascht. Hat mit sie nicht überrascht. Na klar, guck mal, wie sie geguckt haben, die waren richtig erschrocken. Huch, ein kleiner Mann. In the lower city. If those freaks hurt her, I'll turn them inside out. Pfeiler, hier gibt's ein Elixier der Arkan-Kultivierung. Du erhältst einen zusätzlichen Zauberplatz des vierten Grades. Das ist geil. Willst du lieber das Elixier haben? Naja, das muss ich ja einsetzen, um mir einfach wieder welche herzustellen, Alex. Das ist wie ein Trank trinken. Das ist kein Dauerhaft. Nein, das ist... Doch, das ist ein Elixier. Du erhältst bis zur langen Rast einen zusätzlichen Zauberplatz des vierten Grades. Ja, ein. Wenn ich den aber verzauber, dann nützt das Elixier nicht mehr. Ich krieg den ja nicht immer wieder, weißt du, wie ich meine? Nö, aber du kannst den ja... Ich kann den wie ein Drops reinschmeißen, sag ich mal. Wenn ich ihn brauche. Ich habe gerne immer sowas in der Hinterhand. Also ich nehme sowas immer gern. Bloß Stufe 1 brauche ich halt nicht mehr. Ab Stufe 2 aufwärts immer gern. Naja, war jetzt nicht so teuer, habe ich dir gekauft. Super. Aber Hügeldings ist leider nicht. Da könnte man was zum Verkaufen reingeben, oder, Shaolin? Ja, kannst du mir reinpacken. Ein bisschen was. A flaming fist. A novice, actually. Ich halt nicht der Einzige, der jetzt mit den ganzen Leuten da spricht. Hugh Elton would be proud of what the order has become. Cool, dann dauert's noch länger. A pity they cannot spare the resources to help you with Daniel. Wir können nicht mit den quatschen. Sorry, I didn't mean. Hast dich wieder schön rausgeredet mit deiner Tierform. I'm just worried. Kannst du nicht auch im Zauber, wo Tiere mit Menschen reden und nicht nur Menschen mit Tieren? Das gibt's, glaube ich, nicht. Help him. And hurry. Gut, dich mit dir haben wir auch gequatscht. Wer fehlt denn jetzt noch? Der hier macht einen Satz, die macht auch einen Satz. Long, dark below. But light above. Light at last. Danke für deine Weisheit. With Jahira to lead us and you bring light to the shadows, we might just have a chance. Mal helfen und mir alles rittpacken zum Verkaufen. Er hat gerade ein bisschen komisch geguckt, ist der besoffen oder hat er ihn zu viel geballert? Oh, there you are. This is Aelin. Aelin, this is. Oh. But we have met. This is the soldier that freed me most valiantly from the Shadowfell.
Aber ich war nicht nur alleine, die anderen waren auch dabei. Das kriegt die Antwort. May he rest in peace at last, now that he's dead. Tut mir leid, Jungs. Die haben jetzt gesagt, ihr wartet alle alleine. And we have much to discuss. Was ist auch alleine? We could join you in your camp later. David? Bin dabei. Diese schwere Armbrust, die ich habe. Doch, das ist schon ein bisschen voll. Die ist eigentlich schon besser als diesen Bogen, den ich habe, oder? I am. And I'm glad he's dead. Nee. But this is precisely what I want to speak to you about later. Wieso? Dunkelsteuerpräzision? Das hat alles sowas mit Schatten zu tun, oder? Ich schick's auch erstmal ins Lager, ne, Leute? Dann die Armbrust ist ja halt... No? Geht ja um den Skill, den du bekommst. Very good. We look forward to it. Now you will leave us. We must take succor in one another's bodies and words. Der blende Schuss in dem Fall, oder was? We'll see you later. Aber natürlich auch die Armbrust, die hier sind. Ich hätte keine Augen. Können wir nächstes Mal, wenn wir ins Lager gehen, auf jeden Fall noch mit ein paar Leuten quatschen. Ich glaube, so langsam wird die Situation nämlich immer ernster. Wir kommen immer dichter an. Daniel still mit der Armbrust könnte ich zweimal schießen. Der verbrauche 6 Meter deiner Bewegungsrate im verbleibenden Zug, würfelst du zweimal Fernkampfschaden und verwendest das. Achso, zweimal. Das ist nur doppelter Schaden, okay. Ja, kannst du nehmen. Ja. Nee, ist nicht doppelter Schaden, Jusen. Du würfelst 2 Würfel und du nimmst das höhere Ergebnis davon. Also du machst mehr Schaden, aber nicht doppelt. Das hat er verstanden. Oh, Oliver, hast du gekillt, ne, Alex? Genau. Ich habe ein Schattenkind namens Oliver getroffen. Er sah, Taniel. Ach ja, ne, das ist immer noch die Quest, die bei uns festhängt, weil wir den vorher getötet haben, oder, ja, wo aber kann Alex ich ihm doch sagen, er ist jetzt tot, steht da. Ach so, ne, das. Oh. Ich kann auch wieder sagen, gut, überlass das mir. Ja, lass. So. Hm. Weiß nicht. Vielleicht ist es nicht gut, wenn wir alle Leute kriegen. Vielleicht nicht, dass wir dann auch sagen, ja, wir haben ihn getötet. Aber wieso kränken? Der hat doch jetzt einfach nur gefragt. Wir können ihm nur sagen, dass er tot ist. Ja. Erinnert er jetzt an nichts. Gut, überlass das mir. Naja, ist halt. Ja, okay. Perhaps not. If he truly is a part of Thaniel, then he is beyond life and death. More likely he's just hiding. We should return to where you saw him. Was ist so? And I truly mean we. Okay. Every moment counts, and I've asked much of you already without being at your side. If you want me, I'm yours. Against the curse, against the absolute, anything. Just say the word. Cool, kommt jetzt mit, ja? Wer kommt jetzt wohin mit? Weiß es nicht, soll ich mal draufdrücken, Alex? Aber wenn er hier bleibt, gehen wir bestimmt nie wieder hierher zurück. Also. Naja, ist ja die Frage, wenn wir jetzt da alleine dahin gehen, ob die Quest sich dann auch erledigt oder ob wir den dafür brauchen. Seems your ranks are quite packed. If some space frees up, I'll be ready for you. Ah, ja, okay. Also landet er jetzt im Lager und bleibt hier nicht stehen. Ja. Würde ich sagen. Ah, ja. You'd make a fine fist. Okay. Dann habe ich hier in dem Raum auf jeden Fall alle durch. Von euch, oder? Nee, ich habe ein bisschen was reingepackt. Hat die denn noch Geld? Können wir dir noch was reinpacken? Ja. Ich habe alles so weit rausgepackt. Gleich wieder da. Ja, ich lese gerade noch schnell hier die Bücher. Ja, pack mir noch rein, was ihr könnt und dann. Musst aber auch drauf gucken, ja, Alex. Was gucke ich? Wenn du verkaufst, wenigstens auf die Gegenstände gucken, die eine Farbe haben. Na, die eine Farbe haben, die packe ich sowieso erstmal in die Truhe bei uns.
du die Weinflaschen und sowas auch alles haben? Ja, die kann ich auch alle verkaufen. Rein theoretisch. Federfall ist eigentlich gar nicht schlecht. Ach, das hat er jetzt gar nicht mitgenommen. Die Hellbarde jetzt her. Hat neue Sachen bei mir aufgeploppt. Alex, hast du mir was drüber geworfen? Was habe ich was? Du mir Sachen drüber geworfen hast. Nein. Bin im Verkaufsmenü. Ich fummel auch nicht bei dir rum, Dingi. Ich hab das rübergezogen. Achso, kann sein. Das Gold ist zu dir gerutscht, nicht zu Alex, wa? Ja. Ja, das ist ja komisch. Ich hab's aber rübergezogen zu Alex. Und tut's mir leid, David, sorry. Ist gut. Hab mich nur gewundert, wo das herkommt. Und schmeißt das alles noch zu Alex rüber. Kannst du eigentlich auch Zauber von Zauberschriftrollen lernen? Nee, ne, David? Nee. Okay. Nein, kann ich nicht. Behalt erstmal alle Schriftrollen, die ich habe. Wer weiß, für welche Situationen. Und sonst kann man das ja beim nächsten Mal verkaufen. Oder wenn ihr was braucht. Aber alles andere habe ich rübersortiert. David hat noch ein bisschen Müll drin. Hier die Kette kann Alex verkaufen. Hm. 380 hat es ja noch. Du hast einen coolen Holzwürfel, David. Ja, ist meiner. Finger weg. Okay, dann schiebe ich den nicht rüber. Dein Ei lasse ich dir auch, ja? Mein Blutstein, ja, na klar. Dann ich User einen Kopf hauen. Dann müssten wir jetzt alles weghaben, Alex. Okay. Außer wenn du noch Gold brauchst, David hat sonst das restliche Gold. Ja, schmeiß mir rein, das bringe ich ins Lager dann. Der Spruch dazu ist gut. Jeder kann Blut aus einem Stein pressen, wenn die Kanten nur scharf genug sind. Ja, der ist nicht schlecht. Bleibt meiner. Mein Glücksstein. David's Glücksstein. War das bei SpongeBob oder so, oder? Ja, und damit. Meine Glücksmurmel. Ja, genau. Oder so. Hat er meine Stimme vorher gekackt. Ja, hat man kaum gehört. Alter. Müsste ich ja tief sprechen. Meine Glücksmurmel. Da geht's besser. Murmel. Ja, lass die Stimme flattern. Will ist nur noch ein Haufen Asche hier im Lager. Jo, der ist ja Trophäen. Ich komm auch mal kurz ins Lager. David? Und hier wollen noch viele quatschen im Lager, ne? Naja, die hab ich aber dahin geschickt, dass wir beim nächsten Mal mit denen reden, sodass wir weiterspielen können, oder? Normale, die normalen Charaktere von uns. David, dürfte ich den Pfeil des humanoiden Totens nehmen? Ja, dann. Ne, ne. Ja, naja. Jo. Karlach wird bestimmt das nicht so lustig finden. Sollen wir alle ins Lager kommen und die voll quatschen jetzt, oder? Nee, alles gut, wir können meinetwegen dann gleich weitermachen. Ich will überhaupt für eine kranke Unterwäsche an, Alter. Ihr habt alle Boxershorts an und die Käse, keine Ahnung. Und Keusch als Gürtel. Kann ich sogar jetzt einen herstellen, überlegen dann. Cool. Das ist ja für dich safe. Oh, alles gut. Luisa kann ich immer noch nicht. Aber Erfahrungspunkte durch dieses Alchemie-Dings kriegst du nicht, oder? Leider? Nee. Das ist schade. You are unable to speak.
eigentlich jeder tollen Kram in seiner Kiste? Bei mir ist eigentlich hauptsächlich, glaube ich, nur Futter drin. Oh nein. Dass ich auch mal ganz kurz ablenken könnte im Lager. Ja, David. Was dann jetzt? He gives in and surrenders his fine to you. Ich hab mich zurückverwandelt. Oh. Ah, nee, ich hab mich zurückverwandelt. Oh, ist er das. So, mit dem Hund kann ich sprechen, aber mit anderen nicht. Ja, du bist doch ein Tier. Na, weil du ein Tier bist in dem Fall. Na klar kannst du mit ihm sprechen. Aber mit Menschen kannst du nicht sprechen. Denke ich. Also ich brauch's nicht. Na, meinst du nicht? Ein Hund ist ein Hund, kein Mensch. Du bist ein Eulenbär, das spricht natürlich aus mit dir. Es geht sprechen. Darum, dass ich mich in einen Menschen verwandle, wenn ich mit ihm spreche. Richtig. Wobei dann nicht mit ihm sprechen kann, sondern genau, ein normales und Gespräch ist. Aber mit normalen Menschen kann ich mich nicht kurz zurückverwandeln und mit ihm sprechen. Naja. Okay, bin durch. Komisch, komisch. Gut, dann wieder zu Luke. Ja, warte mal kurz, bitte. Also ihr könnt zurück, na klar, aber bevor ihr losrettet, warte mal. Was hast du denn jetzt noch für ein Problem? Ich habe gar kein Problem, ich will nur das ganze Essen, was ich noch habe, was Kilos wegnimmt und Platz, sag ich mal, weil ich mir nur kurz ins Lager reinballern. Was ist das? Folgen? Weil ich Pipi machen war. Sorry, dass ich ein Mensch bin und Pipi machen muss. Oh, wenn du dir einen Beutel ans Bein und dann. Ja, würde mich aber, glaube ich, weniger menschlich machen, oder? Dann müssen wir wieder raus, oder? Ich glaube, würde dich mehr menschlich machen. Es würde euch, es würde, wäre nur sympathischer für euch, aber nicht mehr. Also, wir haben noch so ein Würmchen. Wer kann denn noch was? Also, ich habe dieses Attributsentzug, habe ich jetzt, bin ich fertig. Also, ich brauche keine Würmer mehr, eigentlich. Nie wieder, oder? Ich auch nicht unbedingt. Ja, bis wir den äußeren Rand irgendwann mal freischalten. Also, heben wir den auf. Heben wir auf, ja. Ja. Daher. Draußen kann man noch bluten. Ja, hier ist noch ein Schlachtfeld, oder? Die stehen hier, als wenn hier gleich was losgeht. We need to get back to the city before those monsters do. Okay. Baldur's Gate is my home. I have to protect it. Hier draußen, ja, aber. Wir machen es einfach. Wir brauchen mehr Verbündete, sagte ich. Ich habe eine Katze hier liegen. So war der Speicher mal zwischendurch. Leave the heart of the Absolute alive. Thanks to you. You did well. Jahira's wisdom will be an asset to you on the journey ahead. Her harpers too. But if we are to succeed, we will need others. Das war die Stadt. Fünf ist gut. Eine Armee, ja, David? Wo willst du die herzaubern? Du alter Zauberer. Wir haben doch schon ein paar. Wie gesagt, wenn jeder noch einen Punkt drin macht, den Waldläufer, dann haben wir schon so 8. Dann machen wir einfach 10.000 Dorn übereinander, dann kriegen wir die Meter und alles gut. And invite them to our cause. Together, also das heißt, wir müssen noch mit noch mehr Leuten quatschen. Ja. Absolute, the chosen, na, nach Stadt all. Dann, ja. In Baldur's Gate. Ich frag mich, wie die das denn machen, wenn du einen Run machst, wo du alle umbringst. Wenn du denn da alleine mit deinem Viererteam rein musst. Also keine ich bin Hilfe. Ihr könnt noch weiter looten da auf der Brücke, aber ich pack mir doch was rein. Hab ich ja schon gemacht, aber ich will dich jetzt nicht komplett voll machen. Okay, also ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall wieder runter erstmal, ja? Ja, genau, komm erstmal zu uns, Palos. Jetzt haben wir ja drei Würmer. Jo. Hast du hier noch welche eingesammelt? Kann sein, dass ich hier noch ein paar gesammelt habe, ja. Ja, nice. Let's have a look. Aber kamen wir jetzt nicht mehr hier? Ja. Wir kamen von hier, ja. Oh, ich hab den Wächterschlüssel benutzt. Aber hier ist ja jetzt nichts weiter.
Jetzt bin ich überladen. Es wird ja hier nichts weiter angezeigt, außer die. Ja. Die Türme des. Oder was drin gewesen? Und sonst überall. Nichts Wichtiges. Da war eine Kiste, die habe ich leer gemacht. Ich glaube, Türöffnungswerkzeug. Dietrich-Werkzeugmäßig so, aber sonst war da nichts drin. Aber wir wollten doch jetzt noch runter in den Keller, oder nicht? Den einen Kampf da machen. Na dann los. Zum Westtor von Baldur's Gate, Zollhaus. Die Brücke ist gelootet, ja? Ja. Glaub schon. Man hat quasi den Weg zurückgehen, so wie wir ja letzte Mal. Jetzt mal die Braut überlebt. Easy. Easy, sagt er. Was machst du denn? Nein, was? Wieso kletterst du? Bist du komplett heil, du Kampf wieder? Komm wieder runter. Was? Wieso? Schön, Jusen. Okay, das wollte ich nicht. Ah, und das wollte ich nicht. Wollen wir neu laden? Ja. Aber es ist ziemlich weit weg, hinten neu zu laden, oder? Oder hast du hier nach dem Loot? Dann müssen wir bloß einmal durchlaufen und runterlaufen, ja, oder? Ja, das ist in Ordnung. Oder nee, Quatsch, da müssen wir alles wieder verkaufen. Ja, deswegen, nee. Nein, Moment. Ich hab doch geladen, als wir davor standen. Hast du geladen oder gespeichert? Einer muss nur mal kurz nochmal zurückgehen und alle Leichen looten. Kann ich ja machen. Um zurückgehen, wir müssen doch eh da lang. Nee, wir wollen noch in den Keller. Naja, sag ich doch. Ja, aber man kann doch die Brücke kurz hochlaufen, looten und dann in den Keller wieder nach rechts. Genau, naja, das kann ich ja machen. Sind das überhaupt alle tragen, David? Ich versuche ein bisschen noch zu helfen wieder hier. Und Schlüssel liefern. Ah, okay. Gut. Ich kann nicht alles tragen. Ja, ist klar. Ich dachte, ich wäre stark. Ich kann ja nochmal reinrennen und die letzten 380 Gold da holen. Dann könnte er mir noch was reinbringen. Kann ich weg? 340 Gold hat sie. Echt jetzt? Ja, natürlich, komm, baller gleich alle meinen Arkanschutz weg. Nein, hör auf, abbrechen. Wollen wir jetzt nochmal laden? Wie kann ich. Oh. Das war. Warte, ich speichere jetzt erstmal kurz. Nichts machen. Okay. Okay. Mehr Gold hat sie nicht. Also, jetzt könnt ihr mir noch was reinpacken. Na, ist jetzt eigentlich ganz gut verteilt. Okay. Jetzt ging's. David, kriegst du diese schwere Eichentür hier auf? Ich krieg's nicht auf. Das ist schon mal, das ist. So, jetzt ist schwach gewesen. Da kann ich einfach durchlaufen. Nee. Wo willst du denn hin, Jose? Die Tür geht hier nicht auf. Ja. Warum, wir müssen doch. Du läufst doch da durch. Achso. Hä, aber die ist bei mir verschlossen. Seltsam. Oh, ist vielleicht ein Bug, Digga. Ja. Alter. Der Zwerg, der wie ein Flummi springt, Mann. Oh. Der läuft mal vor. So, wo war denn jetzt der Kram, den ich da gefunden hatte? Pass auf, Jusen. Genau. Ja, das habe ich alles richtig gemacht.
Ich hab mich auch verklickt, Alter. Aber ich glaube, Leertaste ist abbrechen, aber ich war mir unsicher. Na, und Rechtsklick auch. Okay. Hat der Devil vorhin schon gesagt. Stimmt. Hat er. Achso, ihr seid wieder ganz woanders lang. Ich hatte hier noch Alchemie-Sachen gefunden. Bin bei euch. Manchmal leckt es gerade kurzatmig. Bei mir auch. So, irgendwo ging es doch jetzt runter. Hier ist Schleim. Something slimy seems to be dripping from the rafters above. Hier geht's runter bei mir. Ich hab die Treppe Er ist da. So. Zwei liegen hier überall Leichen. Oh, nicht nach oben. Wollen wir der Blutspur folgen, oder? Wir waren ja unten schon mal, ne, Jesu? Achso. Stimmt, wenn ich auf die gerade Kugel... Nee. Die gerade scheint noch leicht unerkundet zu sein. Ja. Jesu, das sind die, die wir letzte Mal gemacht hatten. Wir haben doch neu geladen zu nehmen. Achso, deswegen gehen wir es nicht. Okay, okay. Wo wir den... Da hinten geht's doch zu diesem Turm. Wo die 4-5 Truhen da oben waren, kannst du dich erinnern? Ja, selbstverständlich nicht. Ja, war mir klar. So, ist eigentlich hier durch die schwere Tür. Thought it was over, but Kethric's not done yet. Finish him. Da gibt's noch einen anderen Weg. Das ist der Hauptweg, anscheinend. Bei der Tür geht's doch dann wieder weiter, raus. Weiter, ja. Ne, da geht's doch wieder raus. Das ist noch jetzt hier unten, glaube ich, nach. Na, hier ist so eine Tür. Wir, ne? Nicht, wir kamen doch von der Treppe raus. Ja. Hier geht's noch raus. Der Kampf hat doch hier unten irgendwo stattgefunden, oder nicht? Hier waren wir noch nicht. A torture rack. Chilling to behold. Ah, ja, and stimmt. Even more so to imagine the horror its victims must have endured. Hier mussten wir jetzt erstmal alles aufmachen und noch looten und so. Ah, ich glaube, so einen Loot gab's gar nicht. Wollen wir nicht einfach die umklatschen und dann weitergehen? Aber gleich. Das gute Werkzeug lässt du liegen, ja, Jusen? Oder einfach wieder ab. Ich wollte den Anschluss nicht verpassen hier. Ja, jetzt habe ich ihn verpasst. Pack dir noch ein Bein ein, ne? Nur weil du bist, Jusen. Danke dir, Mann. Hä? Warum sind die Gegner nicht hier? Cool. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich denke, weil die mit zum Tor kamen, oder? Ich denke, ich jetzt auch gerade mal. Oder wir müssen hier hochklettern bei der Leiter. Nee, wir sind, ich bin ja hier gerade an der Ecke, wo sie eigentlich gespawnt sind. Und ihr seid ja schon viel weiter vorne. Das kann ich nicht.
Werte gerade Wahrnehmung? Bei euch, wa? Ich hatte keinen. Irgendeiner von euch muss ja gerade Wahrnehmungswurf gehabt haben. Bin durch die Tür gegangen. Ja, du hast die kaputt gehauen. Hier ist das Loch im Boden noch, wenn ihr euch daran erinnert. Oder ja, hier ist auch ein Loch im Boden. Könnt ihr schon mal die Kerker aufmachen und die looten. Achso, ihr wart noch nicht in den Kerkern. Ja, dann wird mein Wahrnehmungswurf hier bei mir gewesen sein, wo ich es gesagt habe. Muss mal jemand herkommen, dann bleibe ich hier stehen bei den ersten drei Kerkern. Warte, ich komme zu dir. Jo. Bestätige meine Theorie, Jusen. Bestätige sie. Dafür bin ich da, Dicky. Ich bin der menschliche Lösungsweg für deine Theorien. Mhm. Okay, hier ist gar nichts. War jetzt nicht die Wand hier? Du hast eine eingeschränkte Wahrnehmung, ne? Du musst wirklich nah an allem vorbeilaufen, damit du merkst. Die Wand sieht schon sehr danach aus. Geh mal weg, Jusen. Ich mach mal einen Feuerball drauf. Warte mal, ich schau erstmal drauf. Okay. Oder ich mach wieder diese gegen eine Hiebe. Technik. Ja, ja, mach die wieder, Jusen. Was war denn das? Magischer Pfeil. Genau, magisches Geschoss war das, genau. Genau. Da muss ich ein bisschen weiter weg. Ja, kannst dich auch bis hier hinten hinstellen. Das hat 18 Meter. Also. Muss mal gucken, umso höher die Genauigkeit ist. Aber eigentlich, wenn du umso weiter 100. Weg... Okay, 100 dann ist es mal. Ich denk mal, das ist die Wand, wo wir durchgekommen sind. Könnt ihr euch noch erinnern dem da einmal? Das Boot, ja. Genau, da wird das Boot hinter sein. Ja, aber hier kommt... Ich krieg's nicht auf. Vielleicht du, Alter. Untersuchen. Wir brauchen Wucht. Wucht? Und Schallschein geht auch nicht, oder? Wucht und Energie. Du hast doch gerade Energie. Ich hab die andere Wand gefunden. Hä? Dein Zauberpfeil da? Oh, oh, das 10. hat was abgezogen. Also Schall ist auch gut anscheinend. Immun gegen Wuchtschaden steht da. Hm. Ich hab die Wand offen. Oh, Alex ist hier. Hallo. Hallo. Ja, sollen wir zu euch kommen oder macht ihr hier die Tür gleich auf? Nee, die kommen hier erstmal nicht, glaube ich, weiter. Mhm. Ja, lass uns einfach wieder da hinten hoch, dann da den Felsen. Wie das letzte Mal. Weiß ich, wo dieser Felsen war, den du gerade meinst? An den Zellen vorbei. Also, lassen wir die Wand jetzt zu, ja? Ja, wir kommen ja jetzt nicht durch, Paul, oder kommst du da durch? Meine Zauber sind fertig, ich kann nichts mehr machen. Mann, ich mache euch die Wand auf, warte. Nee, warte, ich komm jetzt hoch. Danke, David. Hang. Sind doch schon wieder alle gut überladen hier. Da haben wir gar nicht so viel Kram bei. Okay. Wo ihr herkamt, da hatten wir alles gemacht. Oder müssen wir noch hier lang? Ja, wir müssen jetzt auch noch. Ja, da geht's auch noch weiter. Alex kam von da. Ja, wir müssen nee, Alex kam von da. Und das Boot klicken wollen wir nicht, oder was? Nein, das Boot klicken nicht. Aber da hinten geht's da auch noch, da hinten ging's doch noch runter, wo Jusen da die ganze Zeit runter wollte. Könnt ihr euch erinnern, letztes Mal? Hier rechts runter da. Jusen, warte. Something over there. Ohne Schatzruhe oder was? Und da vorne geht's runter. Pfeiler nicht da lang, da kam Alex ja. Oder? Müssen wir da hoch? Nee. Geht's hier weiter? Nee, ah, hier ja, ja. Hier ja, wir müssen hier raufklicken. Wo Pfeiler jetzt lang geht. Ich muss mal umgucken. Hier geht's jetzt runter. Da wollte doch Jusen die ganze Zeit hin. Hier gibt's doch hier noch was zu kämpfen. Da vorne ist doch der
greif mal an. Ja, da vorne ist die Heuschrecke. Okay, bis wir uns. Ah! Okay, an die Stelle kann ich mich erinnern. Das war so das vor 3-4 Streams oder so. Nee, war Dienstag. Hier unten waren wir schon mal. Ja, Dienstag. Nee, Dienstag haben wir den Kampf gemacht. Das war letzte Woche. Letzte Woche Donnerstag, ja. Oder letzte Woche Donnerstag oder Dienstag, eins von beiden. Okay, dann greife ich die erste Hakenschreck hier vorne an, oder was? Ich beschwöre erstmal meinen Dude, würde ich sagen. Das war der Plan. Vorderin. Aber jetzt, warte mal, was haben die denn, wenn die Feuer... Wissen, lass mich mal erst an den Rand springen. Mach das. Bevor ich den mit Schaden mache. Okay. Holen wir unseren Feuerdude mal, Leute. Feuerdude. Da ist der Feuerdude. Alter, der hat 102 Leben. Krass. Ja. Der Steindude hat 126. Das ist ein krasser Dude. Das ist Stufe 5 Zauber D. Also, da will ich auch schon mal da warten für noch. Kann er springen? Er kann Spurten, Rückzug und Elementarsprung. 18 Meter, Bonusaktion. Also ja, er kann theoretisch springen. Ja, cool. Das ist der Typ ist cool. Voll Elementar ist nice. Er kann sich teleportieren sogar. Light on my feet. Und achte darauf, dass er vielleicht nicht stirbt, weil bei einer kurzen Rast wird er dann auch wieder geheilt. Was haben wir denn hier überhaupt? Die Gegner sind ja noch gar nicht dran. Also lassen wir die erstmal auf uns zukommen, oder? Der eine liegt schon und der andere muss noch zu uns kommen. Also wenn du noch eine Kleinigkeit vielleicht auf den Liegenden hinhauen kannst, der verliebt. Nur dass kein Flächenschaden ist. Und doch hat Flächenschaden, aber minimal. Warte mal. Wenn ich den so platziere, trifft es euch nicht. Na dann, super. Perfekt. Hab einen schönen Kranz gelegt. Ich hoffe, dass auch wenn ihr ihn angreift, nicht drin seid. Dann bleibe ich mit meinem Feuerelementar aber einfach mal hier neben Alex, ein bisschen vor Alex stehen. Der gefällt mir voll gut. Der ist seinen Stufe 5 Zauber auf jeden Fall wert, würde ich jetzt schon mal sagen. Ja, nicht getroffen. David, die wollen dich mit deinen eigenen Waffen schlagen, merkst du das? Total frech von denen. Was machen wir denn? Wir bleiben bei Standardattacke. Jusen, kannst du ein kleines Stück zurückgehen, ohne Schaden zu bekommen? Ich werde jetzt den 6er angreifen, dann gehe ich ein Stück zurück. Okay, der 6er ist tot. Okay, ne, er hat sich erledigt. Sorry. Wusste aber auch nicht, dass die Attacke dann so viel abzieht. Wenn 2 bis 20 Schaden kann er alle heißen. Kannst du noch ein Stück zurückgehen, Jusen, so ein Mühchen? Den greift er mich an. Oh, scheiße. Aber warte mal, eigentlich dürfte er dich nicht mittreffen, du leuchtest nicht. Ja, hau raus. Hat trotzdem getroffen, okay. Ja. Auf den Leuchterrand um die Figur kann man sich nicht verlassen, sorry, Jusen. Alles cool. Dann weiß ich das jetzt aber. Der war jetzt komplett tot.
Ah, es war noch weniger beim damals, oder? Was standen hier mehr als zwei? Oder täusche ich mich da? Oh, Alex? Waren letztes Mal auch nur zwei. Aber die haben uns so weggefetzt. Ey, das ist so scheiße dunkel hier. Ich traue mich aber keine Fackel anzumachen, ne? Nicht, dass hier gleich wieder was explodiert. Ah, nein. Stopp. Oh. So, und schon haben wir was übersehen. Ja, keine Fackel an. Nee, aber David ist einfach gesprungen und hat Leben verloren. Was ist this place? Weitschau. Kann mein Geist hinterherkommen? Nein, er bleibt da stehen, oder? Nee, er kommt hinterher. Oh. What the hell is this place? Wie gesagt, er hat auch eine Fähigkeit zum Teleportieren. Jo, die werde ich jetzt, glaube ich, auch gleich nutzen. Ne, den kannst du da oben stehen lassen, Keiler. Wir müssen eh wieder zurück. Mir geht's eh nicht weiter. Echt? Ja, brauchst du nicht benutzen. Aber es sieht so aus auf der Karte, als wenn man da weiter links und rechts laufen würde. Nur hier oben in die Ecke. Na, und da geht's noch nach rechts. Sie ist auf der Karte und da ist da ein Ende, oder? Da hinten sind wir. Wir haben Licht. Wir warten kurz. Da sind so um der Ecke abgebogen, Leute. Da sieht man ihn. Ja, jetzt hat er ein Loch gemacht. Tada! Wie cool der Feuerdude ist ja so der Hammer. Aber auch geil, ne? Er kriegt auch dadurch Pixies Segen und Segen von hier dem anderen kriegt der Feuerzauberdude genauso wie ich, ne? Weil ich den beschwört habe. Muss jeder kriegen, weil sowieso sonst in der Dunkelwelt Schaden kriegen wird. Hat ja jeder von uns schon da. Ist ja okay, Dave. Jetzt ist mir nicht weiter. Tut mir leid, ich hätte die Illusion kaputt. Ja, sollte dir auch leid tun, mein Freund. Ich hab hier Loot im Eingeweih. With haste. Wo kommt er hier mit hochkommt? Ja. Yep. Nice. Ich liebe meinen Feuergeist. Er liebt dich auch. Ich hoffe es. Wir sind Feuer und Flamme. Vergesst nicht, hier wieder auf die Kiste springen, dann kriegt er kein Leben. Jusen, jetzt musst du noch runtergehen, damit die anderen springen. Ja, ich war hochmotiviert dabei, Dicky. Muss der Flammentyp noch machen, Pfeile. Kann der das nicht von allein? Nee, springen tun die nicht. Musst du seine auf ihn wechseln und Teleportation tun. Wenn wir da hinten die Treppe hochgehen, dann sollte der eigentlich wieder da sein. Braucht er jetzt. Bei jedem Teleportieren kommt jemand mit. Ja, aber er stand bei mir auf dem Weg. Alright, what now? Oh, doch funktioniert. Never wanted the easy path. Kann nicht rüberspringen, das ist mir zu fett. Das ist nämlich so. Rennt einfach weiter. Hm. Er stand da schon vorhin, Alex. Habt ihr den alle nicht mitbekommen, wo wir hier vorhin ankamen, stand er schon. Ich habe mich sogar schon mit dem unterhalten. Nee, ich habe den auch nicht gekriegt. Geil. Dann waren wir jetzt überall, oder? Ja, wir sind jetzt durch schwere Tor, oder nicht? Ja. Heben den Schattenflug auf. Bei der Treppe wäre halt auch noch ein Punkt gewesen, aber. Ja, stimmt. Das passt. Konnte man ja einfach nehmen. Ja, genau.
Ah, ich bin überlastet. Wenn ich es aufhebe, kann ich es immer anders machen. Sind wir auch noch nie weitergelaufen? Krass. Ach so. Das kann dem Gas wieder. Hier ist wieder diese Larven-Dings, ne? Ja. Mhm. Einmal bitte einstecken. Ne, das ist dieses Fass, was wir kaputt machen mussten. Dann kannst du auch in die Hosentasche stecken. Da haben wir 5. Something good here, I hope. Mit dem Toten hier hinten. Nee, ja, also da kam er beim ersten Mal vorbei. Ja. Dann sind wir hier unten auf jeden Fall fertig. Sind wir jetzt hier fertig? Oh. Wollen wir den töten? Was, den Geist oder? Den Geist? Die Wache hier. Oh, das ist King Geist, Digga, das ist eine Wache. Achso. Aber der gehört zu uns. Nee. Die gehört zu den Feinden. Aber die hat die gleiche Rüstung an wie dieser Engel, den wir da mit den weißen Flügeln befreit haben. Digga, aber die gehört zu den anderen. Die nennt uns wahre Seele. Die ist eine Anhängerin von der Absoluten. Okay, also ist wahre Seele jetzt eine Beleidigung, ne? Ja. Ich dafür fünftens. Okay. Macht mal. Gut, dann töten wir die jetzt einfach. Jawohl. Wenn ich vorbauen kann. Nö. Zieh mir locker an den Po. Still on my feet. Need to find a way forward. Leichtes Spiel mit der, aber okay. Ich gedacht, die Bösen haben rot und nicht blau, aber. Wieso, der ist auf dem roten Rand um sich? Naja, nee, da, das meinte ich nicht. Ich meinte die Farben, die sie auf dem Rücken tragen. Ist egal, den Soldaten. There's an illithid parasite in that corpse. You should take a look. Hat so was Tolles bei ihr habt? Oh, ein Wurm. Nice, siehst du. Es sich doch gelohnt, die zu töten. Weil schade, dass mein Feuerelement nicht wirklich Licht macht, obwohl er eine hohe Feuersäule ist. Irgendwie komisch.
So, dann haben wir jetzt sicher alles. Jetzt hier noch das Zollhaus entdeckt. Ich würde noch mal zu dem Gasthaus hier hinten gehen. Da gibt es ja noch den Kleinknecht, der Gasthaus kaufen kann. Das Zollhaus war doch das Viech mit den Gasthaus da oben. Okay. Mit dem goldenen Typen, oder? Ja, ja. Ihr könnt ruhig da bleiben, wo ihr seid. Okay. So. Wir sind einfach mitgeportet. Cool, ja, eigentlich könnten wir doch wenn wir zum Zollhaus wollen, könnten wir uns doch nach Reitwind schon teleportieren, oder? Oder wollen wir da nicht hin? Ich wollte eigentlich zu dem kleinen Typen, der verkaufen kann. Ja, genau, danach. Du meintest ja, wir müssen nicht mit. Du gehst jetzt zu dem kleinen Typen, wo man verkaufen kann. Und meine Frage war bloß, ob wir danach zum Zollhaus wollen, weil die Mission ist ja auch noch offen, oder? Und bei mir ist das Gebiet auch schwarz. Ja, bei mir auch. Hier ist ja keiner mehr. Ich bin noch bei. Gucken, wie es da ausschaut. Dunkel. Als hätte ich es anders erwartet. Wollen wir zum Schattenschlachtfeld? Ja, da müssen wir ja mit dem Kind da noch reden, ne? Na, wieder oben. Ach so, das war die Quest, die nicht funktioniert. Aus in den tiefen Schatten. Nee, genau. Das war die Quest, die Buggy. Ja, aber da wollte doch der Typ da uns jetzt helfen, oder nicht? Genau. Dann teleportiere ich mich dahin. Ob ich jetzt richtig? Nee, genau falsch rum. Ist die Frage, ob der Dude hier schon drin ist oder wir komplett zurückporten müssen. Ah doch, Oliver steht hier wieder. Er meinte ja, da kann ich sterben. Oh, hier ist er wieder. Cool. Wir haben mal mit dem Reden. Ach, wherever Oliver has fled to, you have to pursue him. No doubt he will seek a place where the shadows are strongest. Ah, da oben ist er. Jetzt ist er weggepufft. Hier ist ein Portal offen, okay. Ein Portal. Ah nein, ich war nicht. Oh. David ist ins Portal. Ich bleib hier einfach mal stehen. Ich bin hier im Kampf. Na, wir sind noch nicht alle da, dann bleib da einfach stehen, David. Ja. Dann gehe ich nochmal. Was bist du da? Die Sache ist, wir haben jetzt nur noch knapp über eine Stunde. Also ich würde jetzt nochmal kurz pinkeln gehen sonst. Und dann können wir da in den Kampf rein, oder? David geht schon drauf, okay. Das hat keinen Sinn. Die Frage, wann hatten wir zuletzt gespeichert? Scheiße. Ja, also, Pylorus, du musst nochmal neu laden, weil. Okay. Mr. Nee, Perfect einen kleinen Fehler gemacht hat. Müssen tun wir nicht. Ja, aber es ist ja dennoch passiert. So. David wollte speichern und hat auf Laden gedrückt. Genau, aber es ist ja nicht schlimm, wir wissen jetzt, wie es weitergeht. Jetzt müssen wir nochmal den großen Kumpel hier unten an der Brücke wegballern. Dann geht's weiter. Voller Freude. Dann sind wir gleich da, wo wir gerade aufgehört haben. So optimistisch betrachtet. Aber man kann auch wie im Shaolin sein. Ja. Es dauert noch eine halbe Stunde, bis wir da sind. Wir haben so ziemlich alles an Loot ausgelassen dann, aber ja, wir sind dann genau da, wo wir. Okay, das war der Meckerpunkt. Cool, während des Spiels kann ich auch. Achso, ich laufe jetzt hier alleine lang. Okay. Ja, ich und Shaolin warten da bei dem Typen schon. Pfeiler, du musst wieder runterkommen. Einmal außen rumlaufen. Da, wo David lang gelaufen ist. Woher weiß ich denn, wo David jetzt lang gelaufen ist? Ich dachte, ihr lauft zusammen, aber ist in Ordnung. Na, ich war ja noch nicht hier. Du musst jetzt auf jeden Fall nach unten kommen zu uns. Irgendwie. Ja.
es gibt einen schnelleren Weg, um Pfeiler oben zur Reiswind teleportieren. Nehmen wir auf die Karte. Ja, bei zwei Haus. Hast du gesehen, Jordin, das schlechte Auftreten bleibt bis zur nächsten langen Rast? geradeaus? Wir sagen Hallo, wer mit Stein beworfen ist. Moin. Ob das irgendwas macht? Da rechts rein. Ich guck gerade, aber ich glaube nicht. Ja, ist richtig. Nicht so weit rein. Nee. Wo gehst du denn hin? Sei einfach nur durch die Tür. Ja, genau. Nee, komm von der anderen Seite oder was? Ja, genau. So, oh Mann, ey. Das ist schon ein bisschen scheiße, dass die Kämpfe, die wir jetzt alle weg sind und der ganze Loot. Ja, war nicht mit Absicht. Oh, fuck. Okay, also kommt ihr erstmal näher ran, ich bin schon im Gespräch. True soul, a pleasure. What news from the field? Ich mach direkt auf Kampfansage, ja, Leute. Wenn ihr ready seid. Jordin, hast du dein cooles Auftreten beendet? Ja, du bist hinter mir, okay, cool. Ich dachte, ihr kommt zu uns, Palorus. Ja, sind sie doch. Stehen noch da drüben. Da wollt ihr nicht rüberspringen? Nee, oder kann noch David dann machen. Als Kampf. Dann macht er ihm doch Schaden, wenn er springt. Das ist so spät. Lass mich erstmal springen. Ja, genau. There's an illithid parasite in that corpse. You should take a look. Fast runtergefallen. So, jetzt können wir uns hoch teleportieren zum Schattenschlachtfeld. Hier waren. Ah ja, sind wir wieder hier. Die Kisten. Ja, genau. Ich spreche an sich als Mann. Teleportieren? Schattenschlachtfeld. So, und der Tank sollte am besten als erstes ins Portal gehen. Ja, und Pilot, dein Flammtyp solltest du nochmal beschwören. Und das Portal muss erstmal beschworen werden, oder? Das ist die ganze Zeit schon da. Ey, wir müssen erst mit dem Typen quatschen. Mit dem Oliver. Something's on my mind. No! Go away! Seht ihr ihn aber nicht. So, doch da. Wherever Oliver has fled to, you have to pursue him. No doubt he will seek a place where the shadows are strongest. Jo, das Portal ist da. Gut. Ich stelle mich erstmal davor, bevor ich reingehe. Weiß jeder, was zu tun ist? Ich weiß es nicht. Sind alle erstmal da. Dann müssen wir ihn jetzt hier nicht nochmal suchen oder so? Aber speichern wäre cool. Speichern mal, bevor ihr reinkommt. Warte, bist du jetzt schon drinne? Ich bin ja, schon drinne, dummerweise, ja. Da hier ist auch ein anderer Platz. Na gut. Dann geh mal vor, David. Papa ist da. Und Mama. Better not be cursed. Gut.
Alle sind drin, denk mal, jetzt mal schützen das Flackern. Das ist dunkel. Ich glaube, du solltest hier deinen Bildschirm ein bisschen heller machen, Pfeiler. Oh, das ist alles gut. Die haben bloß so einen dunklen Nebel noch um sich rum, das macht das halt echt schwierig. Oder halt, weil sie ja direkt im Schatten stehen, das super ist, aber ich sehe ja auch so einen dunklen Nebel, ne? Nachtkrüppel, was ist das für ein Name, Alter? Ich finde so das Krüppel gelesen. Also Nachtkrüppel ist unser Freundding. Nachtkrüppel. Ja, der in der komischen Schutzblase da ist. Mit Feuer brauche ich ja gar nicht kommen, Alter. Ignorierst Feuerresistenz. Nahkampf, Energie. Energie wäre ganz geil, aber Energie habe ich ja nichts. Du ignorierst Feuerresistenz. Ja. Deswegen, du kannst mit ihm Feuer angreifen. Dann geht nur Feuer. Die Musik, Alex, die gerade läuft, die erinnert mich irgendwie an The Witcher. Ich höre gar keine Musik. Mit dieser Geige denn im Hintergrund, oder? Da 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 da. So, was machen wir? Fangen wir mal klein an. Ja, was geht ab? Du bist dran. Ich weiß, ich überlege mal, was ich tue. Der ist ja gegen alles resistent, dieser. Ist ja egal, diese Mama. Was sagst du? Greif einfach an. Ich versuche mal diesen Energieschaden zu machen. Obwohl, nee. Mach ich aber nicht. Komm einfach hier, wenn du kannst, an die Seite und gib ihm eine Packung. Der Wuchthieb und also Nahkampfschaden kannst du einfach machen. Ist er nicht ganz so resistent gegen. Nee, resistent ist schon richtig. Unten stehen noch die Kleinen. Was ist eigentlich mit dem hier oben mit seinem komischen Schild um sich? Sein Schild kriegt irgendwie Schaden, wenn wir seine Schattenfreunde tun. Ah, okay. Das gleiche Prinzip wie bei dem Dingskampf beim letzten Mal. Ne? Den Dings, den Bums und so. Ja, oh Gib ihm Jusen! Einmal im Kreis gedreht. Bitte schaff hier. Was für Scheiße. Mögen dich nicht, Alex. Jetzt bist du mal dran. Letzten Stream war ich dran. Jetzt wollte ich immer zu Alex, auch mit Umwegen. Nur noch versteckt. Ja, ja, aber ich glaube, der Typ. Bin ich gesehen. Ja, der nein, ist gleich getaumelt. Umgedreht. Kannst du gleich von hinten. Ne, Peiler, der Typ ist nur getaumelt. Der wollte eigentlich sich da nur wegwischen. Nee, der hat gedacht, dass er Alex sieht, aber er hat ihn nicht gesehen und dadurch hat er sich ja automatisch umgedreht. Das hat man da gerade gut gesehen. Gut, Mama ist schon mal nach Hause gegangen. Jetzt nur Papa. Na, Alex versteckt sich da sonst. Oh, keine Ahnung. Ah, der kommt eh zu uns. Nee, doch nicht, war nur ein Angriff. Okay, was hat der getan jetzt gerade mit dir? Schattenstoff-Team. Hat auch 60 Leben. Das wird viel.
Ich hab's vergessen. Bitte machen wir erstmal diese Nachtkuppel kaputt, oder? Nein, nee, nur die kleinen Viecher hier oben. Das ist die Schattenfreunde, glaube ich. Ja, diese Einser. Die nehmen was von dem Schild weg, oder? Natürlich. Ja. Sieht wohl so aus, ja. Hat man ja schon mal so einen Gegner gehabt, ne? Es ist schön, dass wir dasselbe Gespräch durch dich 5 Minuten später immer wieder führen. Und das jedes Mal. Bei jedem Gespräch. Ja, aber der Typ mit der Kuppel ist ja ein bisschen für den anderen Typen, den wir mal hatten. Wisst ihr, wen ich meine? Time to push my luck again. Jus, kannst du noch laufen? Ich kann noch laufen, ja. Renn mal an das Vieh ran, wenn Pyler seinen Angriff hier machte. Damit ich dann im Vorteil bin. Mhm. Ich kann ja nochmal angreifen. Oh, warum schält mich David? Nee, das ist nicht David, das ist dieser Schattenvieh von David. Das hab ich gerade nicht gesehen. Gut, ich würde den Typen mal angreifen, dann bin ich ja auch näher dran, ne? Ist okay? Mach das. Gib ihm Packung! Ich weiß es nicht, Houston. Ich kann ja nicht angreifen. Ich weiß nicht, ob ich im Vorteil bin. Aber wenn du ihn angreifen kannst, dann denke ich, ist in Ordnung. Ich gehe aber noch ein Stück näher ran, okay? Sicher ist sicher. Gibt dir keinen zu nah, oder? Nee, bei mir nicht, ne. Bei mir ist nicht so nah. Oh, okay. Rette mich! Ja, ich kann nicht retten, aber ich kann ihn angreifen. Ruhig machen, ja. Alter. Aha. Der Zauber von dem, dem Kleinen? Ja, das Schöne ist, jetzt bin ich nicht mehr in der Nähe. Aber du bist in der Nähe. Bringt mir nicht viel. Achso, okay. Hat er nicht getan. David macht den neben sich platt und Alex und Jusen kümmern sich um deine Schattenkopie, oder? Das ist jetzt so der Plan, ja. Jo, ist gleich vier. Noch vier, noch vier. Perfekt. Nice. Hast ihn voll anal gefistet, Alex. Okay. Sah zumindest so aus. Du kannst schon mal an die Kuppel sonst rangehen, Jusen. Reicht denn, ja. Oder. Ja, oder erstmal die Einser wieder weg. Oh. Ja, warte mal, ich kann ja auch mal gucken, was ich machen kann. Ich meine, die spawnen immer an der gleichen Stelle, theoretisch. Warte mal, ich glaube, ich kann die zwei hier wegkillen, oder? Ja, nice. Gut, dann gehe ich mal zur Kuppel einfach ganz da ran, wa? Ja. Bleib da einfach stehen mit dem Dude, Alter. Wenn die hier wieder spawnen. Pyler, der hat noch 5 hier unten. Der Papa. Ja, warte. Muss bloß kurz wechseln. Da mal einen Feuerball drauf machen könntest. Ja, warte. Guter. Nice. Why couldn't you just leave me alone? Why can't I just stay here playing? I had everything I've ever wanted. Right here! And you've ruined it! I'm not leaving. You can't make me. Du mach es, würde ich sagen. Das ist dein Verbot. He's nothing to me. Ach so, ich rede? He left me here all this time. Wusste ich auch nicht. I had to do everything for myself. Even when it was scary, even when I was alone. I didn't give up. Okay. Zweitens. Sei mal hilfbereit statt egoistisch, du kleiner Hund.
drittens klingst du, als wenn du sein scheiß Vater wärst. Jetzt ist aber Schluss mit dem Getour. Geh sofort zurück zu Tali. Na, erstens wird er gleich blocken. Also, das ich wäre für zweitens. Ja, mach den Sanften. I've changed. A lot. Okay. Jetzt hier drittens, Mann, der will's doch haben. Kriegt er einen Befehl? Das ist krass in diesem Kamerawinkel. So wouldn't have to make up friends super, to play ne? with anymore. I'd have someone real. I'd like that. And he would too, I think. Alright, I'll do it. I want to do it. Du bist König der Piraten, Dicker. And thank you for playing with me. Kein Ding. Auf sich selbst. Ach, schwimmen kann auch noch. Also. Du wirst der nächste Hokage. Naruto. Time to press ahead. Oh, hier sind wir in der Tafel. You feel a rush of outrage. Das haben wir doch auch schon mal gemacht, oder? To the end. So why does the Night Singer's curse not spare? Wir waren mal schon mal, wir sind bloß von links gekommen. Aber wenn also wir das schon mal gemacht haben, müssen wir es nicht normal machen, oder? Wir sind fast letztes Mal gekommen. Nö. Theoretisch müssten wir jetzt, um die Quest abzuschließen, glaube ich, zu Olle Druiden-Dude gehen hier, David seinem tollen Kumpel mit dem braunen Haaren. Mein Kumpel? Mhm. Mit dem braunen Haaren? Mhm. Bede im Lager mit Halsin. Ja, genau. Muss man ins Lager gehen. Dann gehen wir das. Gehen wir ins Lager. So. Die Quest mal abschließen. Wo steht er denn? Hier ist Karlach. Ja, da war ich auch schon. Da ist unser Engel. Ach, hier sind noch ein paar Leute hier. Ach du Scheiße, wie viele sind denn hier? Ah, hier ist Isobel. Achso, Ayin, nee. Hier, Tanya ist hier. Ist doch der sein Kumpel, oder? Quatsch, hier doch. I need a quick word, okay. Aber das ist doch nicht das, was ich meinte. Na ja, mal gucken. You did it. Alfred ist dann gesund. Is no more. Was ist gesund? The shadow's grip is broken. Soon. The land shall heal. Also gibt immer einen Vorschlag? Guckt ihr irgendjemand mal mit rein in die Cutscene? Ne? Dann mach ich's weiter. I would agree. But patience is needed. Nature moves at its own pace. And bestows its bounty when it sees fit. Give it time. A reward shall come to you. Na gut. When you need it most. Na jetzt gerade. Your path leads away from me, I sense. Ja, der hat mich wieder angequatscht. Be safe. Perhaps one day you will see the fruits. Okay, cool. Quatsch mal mit der Carla hier. Jo. You saw Gortash, didn't you? What the fuck was he doing down there? The tadpole, the absolute. How? Ist die richtige Frau. Ja, weil hier Willy tot ist. Und wir drittens. Oder Wily. Wir finden es heraus, wenn wir beides getötet sind. I'd never have protected a Bainite even a decade ago. I looked after that fucker with my life. Der Fucker hat sie nicht gesagt. He gave me away to Zariel without a second thought. And now he's looking to ruin the entire Sword Coast. He has to die. And I'm gonna be the one who kills him! Oh. Ihr habt mir viele Ballaststoffe heute gegessen. Oh, Yuzi, Alter. Oh, das sitzt hier gerade komisch. So. Er brennt. okay. You bet your ass I am! And I won't stop till that fucker is dead!
Fähigkeit oder so, die Frau. Okay, aber. Sehr erhellendes Gespräch, würde ich sagen, ne? Ja. Oh. Man hat Beleidigungen neu kennengelernt halt. Aber wo ist denn der Druidentyp, David? Der in seinem grünen. Der Zombie-Typ, oder was meinst du? Nein. Der Elfentyp mit spitzen Ohren, braune Haare, wie so ein Druide hier, der mit Tieren spricht, wie David, und der hat so einen Anzug mehr oder weniger bloß in grün an, wie. Wie heißt er? Ich habe die Macht vom Greyskull. He-Man, genau. Was mit dem grünen Umhang? Leider nicht mal, aber hier! Nee, das ist mein Altbrecher-Ritter hier oben. Okay. Aber sollte der jetzt hier nicht im Lager auf uns warten? Ja. Hier ist der Spiegel. Ich suche gerade noch den Typen irgendwie. Aber das Lager ist ja riesengroß, Leute. Geht hier oben weiter? Ja, werden ja auch mal mehr hier. Vielleicht bin ich hier drinnen noch jemanden. Ich hab auf jeden Fall deinen Eidbrecher gefunden. Ja, da bin ich auch gerade lang gelaufen. Hier bei der Hütte hoch, weil ich dachte, da ist vielleicht irgendwas. Aber hier ist nur ein Bett. Oh, ja, hier ist keiner. Aber David hat doch gesagt, wir müssen ins Lager zurück. Weil er auch gedacht hat, dass der Dude hier ist. Ja, ich glaube, ist die Quest noch da oder ist sie jetzt fertig? In der Quest stand, geht zum Lager und quatscht denn. Welche Quest ist das denn? Irgendwas mit Schatten. Na, war das nicht der kleine Dude mit dem. Hebe den Schattenflug auf? Nee, Halsin ist der Droide. Ja, genau. Metall. Ja, genau, mit Halsin. Wenn wir das nächste Mal im Lager sind, um zu sehen, ob es Talia besser geht. Also ist Halsin ja anscheinend nicht im Lager. Nö. Dann ist er wahrscheinlich da noch bei dem Mondaufgang, oder was? Ja, da ist er doch. Rede, ja, das Lager ist da in dem Turm des Mondaufgangs. Das war die Quest. Ach, da unten, ja. Ja. Ich habe nur die Quest gelesen, ich habe nicht nachgeguckt. Also wieder raus aus dem Lager? Jo. Nee, nicht Tag werden. Bin schon da. Da ist er. Wo hast du dich hingeportet? Ich bin schon da. Geh einfach in meine Cutscene dann. Du weißt nicht, praktisch, wenn wir alle da sind. Daniel rests well. Nee. He's healing very rapidly, now that Oliver has returned to him. Willst du jetzt um mich rumstehen, oder was? Ja. Oh Gott, wie viele Antwortmöglichkeiten gibt es? 7! Mit weggehen. Aber jetzt kriegst du alle Erfahrungspunkte wenig, oder was? Echt jetzt, David? Ja, viertens finde ich auch gut, Alex, aber. Ich bin für zweitens. Mit mir. Der kann nicht mit uns kommen. Die Gruppe ist voll. Naja, doch, er kann im Lager arbeiten. Dann bleibt er im Lager. Na, das ist doch hier das Lager. Nee, wir sind nicht nee, nee. Quite packed. Eure Reihen sind noch if some space frees up, I'll be ready for you. Was ist das für ein Scheiß? Und vorhin wurde uns von der einen Eulen gesagt, seid ihr euch sicher, dass ihr genug Leute habt? Ah, jetzt ihr macht? Jetzt. I swear, I can already feel a change in the air. Like the curse itself knows its time is short. Ich hab leider keinen Applausknopf, Alex, aber... Fühl dich so, als hätte ich ihn gedrückt, ja. Naja. Olaf.
have. But perhaps there is more that I want. Anyway, hat er mich gerade angeschaut? Once the curse is lifted, nature can take its course without me. Frauen mit Frauen, I belong at your side. Ja. Hast du doch einen tollen Hecht ausgesucht. So, schick auch größere. Ja, komm, attacke. Der schweißtreibende Teil. I like that. Zeige ihm mal echt just how much. Another time. Wie sehr kann ich euch vielleicht ein andermal zeigen? Schön, Alex. Ja, wir gönnen dir. Der passt aber auf den Sets perfekt. Ey, Loch ist Loch. Komm mit mir. Geht immer noch nicht. Bist du Busbauer oder was? No more than my right hand can absorb my left. Oliver is helping Thaniel to recover. They both lie dormant, like trees awaiting spring. Once the curse is lifted, they can stand as one or as a pair. Whatever they wish, I hope they will remain as a pair. It will be good for them both to have a friend once I'm gone. Still, I would like to return here someday, see Thaniel and Oliver again. In my meditations, or perhaps in person, if the Oak Father wills it. So, I Alex, hope he does. Der hat ein hartes Eisen für dich, würde ich sagen. Ja, er hat zu schmieren mit deinen Händen. Oh, eine krasse Eiche, ja. Na, wann wird er nun der Flucht fucking gebrochen? Ja, das interessiert mich auch noch. I can't say for certain, but we'll see it come to pass long before this place recedes behind us. Don't worry. Der Dude auf Weise benutzt Wörter, die er selber nicht kennt. We can depart whenever you're ready. Okay, genau, Jusen. Er kann denn hier mehr Aufgaben? Wir haben noch nicht genug Quests. No, my friend. The only thing I ask of you is to allow me by your side on the road ahead. I still owe you a debt. And I intend to pay. Ne, pay mal. Gib mal ein bisschen Kohle, Digga. Was ist los? Sagt er hier, paid, nächstes Teil, Alter. Sind drei Wochen unterwegs für dich, weißt du? Vier Leute und noch magische Wesen und so. Weißt du, was das kostet? Wir kriegen nur drei Pfanddosen, weißt du, was ich meine? Eine Cola war auch mal was wert, ne? Früher war Cola noch Medizin, jetzt Softgetränk. Seltsam. Super. Coolio! Okay. Also anscheinend haben wir jetzt nur noch eine Händlerin. Ich weiß auch nicht, wo der Schmied hin ist. Also hier steht ja immer noch, das war hier mit Halsin nochmal, aber wir haben ja gerade mit ihm geredet. Also. Ja, ich weiß auch nicht, wo die alle hin sind, Alex. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon vom Spiel her vielleicht so anfängt, dass sie sich irgendwo formieren und wir jetzt echt wirklich eigentlich kurz mal die Hauptstory weiterspielen müssen. Oder... damit sich das so wieder erschließt. Ja, die sind jetzt alle hier in dem Mondaufgang, die da im Lager waren. Aber der Schmied ist nicht mehr da. Vielleicht ist der verreckt. The Shadow Curse will soon be forgotten, thanks to us. Hafner, Hafner. Okay, das wäre die Hauptquest, wo ich mich gerade hingebeamt. Aus Versehen. Straße nach Baldur's Gate Tor ist logisch. Ich weiß ja nicht, ob hier oben noch was ist. Okay. Hier sieht es so aus, als wenn wir eigentlich alles hätten. Hier, ja, oben haben wir noch mehrere Wege. Also Richtung Norden fehlen uns noch ganz viele Wege. Auf der Karte so Richtung Norden ein bisschen nach rechts guckt. Und Richtung Süden, aber eher so wieder... Was ist jetzt Südost? Fehlen uns auch noch ein paar Wege, die wir noch nicht gelaufen sind. Oh, ist halt die Frage, ob wir jetzt hier die Hauptstory jetzt da noch einlaufen wollen, oder? Naja, im Gefängnis landen können wir jetzt nicht mehr. Ich würde sagen, wir... David speichert hier nochmal. Wo hab ich denn jetzt hingeportet? Straße nach Baldur's Gate Tor.
Also dann gucken wir einfach mal, was jetzt passiert, wenn wir jetzt hier lang laufen auf die Brücke. Würde ich sagen. Weil wir kommen bestimmt nochmal zurück und dann können wir auch die anderen kleinen Wege da noch gehen. Aber da sind ja keine Missionen in der Richtung. Dadurch. Die Speichertaste jetzt, ja, David? Trauen wir uns ja, mal. Und ansonsten ging es ja da weiter, wo wir diese, die ganzen Aufgaben gemacht hatten da unten. Mhm. Wo wir dann in diese Becken gelaufen sind. Also, oder wo wir dann in diese Becken laufen mussten dann. Ja, aber wie gesagt, auf der Karte sind halt noch ein paar Wege, also oben rechts und unten rechts, wo man halt auch noch weitergehen kann. Oh, wir sind im Lager. Ja, wir mussten den Park jetzt beenden anscheinend. No. Rede mit, nee, da oben ist die Quest wieder. Rede mit Dings jetzt. Jetzt können wir. Was? Jetzt können wir im Lager mit dem quatschen. Ja, dann quatsch mit ihm. Nimm dir mal was raus, ne? Bist ein bisschen dolle überladen. Lauf war halt einfach nur gemütlich. Ist aber nur der Engel, der jetzt reden will? Oder mit Engel? Ah ne, da ist auch nochmal. I knew I could put my faith in him. If only we had met sooner. Das genau der gleiche Scheiß. I can't say no more than my right hand can absorb my left. I have. But perhaps there is more that I want. And I'm glad to be had. Seems you're right. Aber die rechts von dir will mit dir noch quatschen. Hier oben ist unser. Ich weiß nicht, ob weiter oben, wo Yuzen vorhin war, noch welche reden wollen. I can't believe it. I can't believe Aelin is here. A great deal. Ketherick Thorm is. Was. He raised me to serve Saluna as my mother. When an emissary of Saluna came to our little town, we were elated. Tell me. Do you believe in love at first sight? David hat einen schnellen Finger, Leute. Aber er glaubt auf Liebe auf den ersten Blick. Das ist so. That's exactly it. Bin gleich wieder drauf. I took one look at her and I just... Lucky for me, she felt the same way. But my father was skeptical. Aelin is immortal. After all, I understand it's strange. There's an imbalance between us, certainly. But I suppose loving Aelin felt the same as then. And this is where I still need answers. I died. I'm not sure how, why, but all was black. Next I knew, I was being jolted awake. I smelled musty air, I saw shadows. And then my father's face. So changed. So hideously warped. Warped? You jest. Yet, he did seem a ghost to me. A shadow of the father I loved. I didn't know that then. But I could see the change in him. Tust ja gerade wirklich so, David, als hättest du noch nie einen Geist gesehen. Said that Aelin was dead. Leute beschwören bestimmt. I found last light within the shadows. Wir haben gar keinen Geister gekannt. Made a shelter there. Prayed my father wouldn't find me. Diese Schattenviecher, ja. By the time Jahira came, I'd pieced together just enough to know I'd been dead. Ja, ja, 100 years. Also ein Schattenwesen. That my father was the source of the horrors plaguing this land. My home. Ein Lichtwesen? I couldn't tell her who I was. I had to protect them. And myself. No matter what. It's all out in the open now. And with my father dead, I have nothing to fear. Except for Aelin. Weiter. She needs healing. Rest. Redet doch mal nur in drei Worten pro Satz. Du hast mit dem Geist nicht gesprochen, oder? Richtig, das ist nur mit ihr. Ja, mit ihr kann ich nicht sprechen, oder jemand versucht das von euch. Ja, ich probiere es. Auf mich steht sie eigentlich. Ja, sie sagt die ganze Zeit irgendwas mit Schatten. Seems like a good moment ja. To talk. Alter, komm her schon. Bist du Schattenherz? 93? Ich hab dich doch bei Yappi gesehen. Where's Shadowheart? Nee. I think she'll want a word. Geht auch nicht. Aber vielleicht noch Shaolin kannst du mal probieren. Nee, nee. Das geht noch nicht.
Wahrscheinlich müssten wir mal Schattenherz spielen und dann mit ihr quatschen. Geht ja nicht, weil wir mit Houston spielen. Oh, sorry, dass ich existiere. Dafür gibt's keine Entschuldigung, Houston. Dafür gibt's keine Entschuldigung. Ja, aber ganz ehrlich, die Beschwerde kannst du direkt an meine Eltern weiterleiten, Alter. Ich war nur das Produkt ihrer 5-minütigen Entscheidung. Ach so, ist ja geil. Wir können das Lager jetzt gar nicht verlassen, ne? Nee, wir müssen schlafen. Ja. Hat der da Pipi gemacht? Haben wir mit allen gesprochen, ja, ne? Hat keiner irgendwie ein Ausrufezeichen noch? Das würde ja auf der Karte angezeigt werden. Nee, so ein Mittelfinger hat letztens jemand gesagt, also, ne. Achso. Schlafen wir? Ja, sind alle am Okay, Charlene geht jetzt nochmal hin und probiert oder was? Okay, cool, ich war noch hier muted. Jemand im Lager hat noch Gesprächsbedarf. Ja, aber den können wir nicht anquatschen. Oder kannst du ihn anquatschen? Anscheinend nicht. Na, Schattenherz steht da drüben, neben dem Hund. Ja, mit der kann man nicht quatschen. Ja, aber kommen wir jetzt auch nicht weiter, weil wir können jetzt keine... Wir können da nicht machen. Jemand im Lager hat Gesprächsbedarf. So, irgendwas müssen wir jetzt tun. Das Einzige, was ich machen kann, ist mich hier kurz auslocken und ich tausche den Charakter kurz. Ich spreche gerade mit dir. I failed Lady Shah. She won't stand for this. We can talk later. I need to get out of here first. Das können wir alle machen. Okay. Na dann, ja, müssen wir wohl schlafen. Geht immer noch nicht, Peiler, weil jemand dir Gesprächsbedarf hat. Richtig, also soll ich mich kurz auslocken und ihr tauscht meinen Charakter kurz? I think she'll want a word. Ja, was anderes bleibt uns nicht übrig. Dann mach ich das. Einfach rausgehen, ja? Mhm. Ich weiß aber nicht, ob Schattenherz da jetzt mit rüberkommt, wenn wir sagen, komm in die Gruppe. Ja, ihr müsst mich kurz aus der Gruppe einfach im Lager abstellen und sie dann kurz nehmen. So denke ich das jetzt. Ich weiß nicht, ob das geht. Zumindest ob der ist erstmal ein Slot die frei. Jetzt redest du auch nochmal mit ihr? Ihr könnt später reden, ich muss hier erstmal raus. Ja, aber wo willst du denn raus? Ich hab keine Ahnung. Meist doch Jusen erstmal aus der Gruppe raus hier. Genau, ich habe mich jetzt ausgelockt. Wie geht denn das? Mag einer von euch vielleicht spontan bei Discord mal live gehen, dass ich ein bisschen umgeschrieben bin? Weil der Bildschirm auf dem Handy ist echt klein. Normalerweise hast du hier so einen Schrank, wo die dann reinpacken kannst. Also so war zumindest mit deinem Charakter in meinem privaten Spiel. Weil Leute usen dir hinterher, Alex. Oder? Ja. Ich lauf gerade mit Usen rum. Achso. So, ich gucke gerade, ob ich den Schrank finde. Schrank? Ja, na, das war so ein Schrank. Ja. Kannst du dann die Charaktere reinstellen wie Puppen quasi? Ein Abstellschrank. Ein Abstellschrank, genau. Ich sehe oben im Haus. Ne. Nö, Exit gibt's nicht. Geht anscheinend hier nicht. Jungs, können wir weder pennen gehen noch funktioniert diese Variante oder was? Ja, sieht wohl so aus. Ja, und Lager können wir auch nicht verlassen. Was ist denn das für eine Scheiße jetzt? Nee, ja. Ja, nee. Aber dann hör doch mal auf mit Jusen rumzurennen. Geh mal auf deinen Charakter und mach mal Rechtsklick. Vielleicht musst du das machen als Host. Mal Rechtsklick auf sein Bild. Ja, geht ja nicht. Wie geht nicht? Das ist das Erste, was ich ausprobiert habe. Da kann ich ihn auch nicht rausschmeißen aus der Gruppe. Lagergefährten. Nee, das... Würde ich sagen, geht's halt nur, müssen wir eine lange Rast machen, oder nicht? Immer noch, Peiler, geht nicht, weil jemand Redebedarf hat. Ja. Wir hängen hier fest. Ja, gerade eine kleine Endlosschleife. Kannst du dich nicht verkleiden, Alex?
Ja, schon, dann siehst du aus wie er vielleicht. Dein Vorstand mit dir, als wärst du es. Ich meine, für was hast du den Punkt bekommen? Nach dem letzten Level, also im 9. Was ist denn die? Schattenherz. Also von leider gibt es in dem Zeitalter noch keine Fotos, aber... Das ist eine Elfin, oder? Ja. Mit spitze Ohren. Kannst du nicht irgendwie den Zauber machen, auf sie draufklicken und dann kopierst du sie? Nein. Oder so? Leider nicht. Soll ich jetzt mal wieder reinkommen oder soll ich noch nicht reinkommen? Warte mal kurz noch. Ja, wenn, dann brauche ich eh eine von dir. Ah, schade. Das siehst du bloß aus wie irgendjemand. Aber redet sie jetzt mit dir? Redet hat sie mit dir auch nicht, wenn du. Dass da mehr bei rauskam, wenn du das verwandelt hast. Ich glaube nur noch dieses Schattenherz kam die ganze Zeit von ihr, oder? Dass sie mit Schattenherz quatschen will. Ja, machen wir dann. Jetzt. Überleg mir gerade nur, kann man sie vielleicht aus der Gruppe wieder rausschmeißen, sodass sie weg ist und wir pennen können? Nee, geht nicht. Die will ja aktuell nicht mit uns sprechen. Ja, ich kann halt nur laden. In ein paar 10 Minuten. Ja, mach doch. Aber es verändert ja nichts an dem Resultat am Ende, oder? Wir gehen jetzt darum, müssen mit dir quatschen. Ja, wir hängen wenigstens hier im Lager fest. Das stimmt. Dann, wenn wir Glück haben. Hat... Oh, nee. Ach, dann darf ich doch bitte nochmal ein, David. Das überlege ich mir noch. Na, oder ihr probiert so. Vielleicht könnt ihr mich jetzt schon mal ins Lager schicken und ihn dann dafür reinholen. Ich will. Das ist nicht genau, wo ihr seid. 10 Minuten vorher. Stimmt, wir könnten jetzt nochmal ins Lager gehen. Immer zum Lager und so, gucken wir, was Schattenherz jetzt sagt. David, kannst du vielleicht bei Discord live gehen, dass ich ein bisschen besser zuschauen kann? Ja, wie gesagt, immer noch so etwas sagt, dann kann nichts machen. I should speak up. I failed. Also Leute, wenn ihr ein Spiel spielt, spielt ihr zu dritt. So. Obwohl einzeln Solo geht ja auch ganz fit, oder? Bei dir? Ja, geht ganz gut, ja. Das ist auch, glaube ich, das Changen von den Charakteren selber nicht ganz so kompliziert wie jetzt. Na, das würde ich nicht sagen. Was ein bisschen nervt, ist das Looten, weil du halt alles selber machen musst. So, du kannst dir nicht einfach vorschicken, dass sie das machen? Nee. Du musst jedem Charakter sagen, was er zu tun hat. Na gut, aber dann würde ich sagen, weiß ich nicht, googeln wir zum nächsten Mal. Dann haben wir hier vielleicht einen guten Schlusspunkt. Was andere bleibt uns ja nicht übrig. Ja, so gerade voll das Gefühl, dass man halt wirklich einmal eine lange Rast machen muss, damit es irgendwie weitergeht. Aber wie gesagt, das geht ja nicht. Ja, der Typ will quatschen. Solange er quatschen will, können wir nicht pennen.
Achso, wir könnten jetzt versuchen, ins Lager zu gehen und lange was zu machen. Das war ja meine Aussage gerade. Ach so, aber ich glaube, das wird wieder dasselbe passieren. Nee, es geht. Wo war wieder hier? Waffen. Jemand im Lager hat jetzt. Trotzdem zu Bett gehen, ja. Ja, das war das Problem, wir wollten ja eigentlich in eine andere Welt. Das Penge war ja nicht das Problem. Aber wir wollten in eine andere Welt und dann Penge und da war das Problem. Und dann kommt wieder auch dieser Typus dahin, denke ich. Naja, David hat euch gespeichert. Wir können ja jetzt eine lange Rast machen. Lass doch machen. Also, wer hat denn nicht gedrückt? Einer muss gerade erstmal Vorräte reinpacken. Achso, macht doch David wahrscheinlich, weil er nichts sagt. Ja. Kann er nicht zwei Sachen gleichzeitig. Ah, siehst du, und jetzt will er quatschen. Nee, das war jetzt die Schlafsequenz. So, wenn wir jetzt aus dem Lager rausgehen und da durch die Tür gehen, dann haben wir wahrscheinlich noch eine lange Rast. Also, dann sind wir wieder da. Die beiden stehen jetzt auch hier vorne. Nicht mehr hinten. Ja, sie standen vorher nicht da, ja. Looks like an army marched through here. Ja? Ja, annehmen wir. The curse has been lifted. Okay, the land's cleansed of the shadows. Kethric's reign of living death is so over. Ein bisschen gedacht noch mal, your courage has been tested, and in this at least, you have triumphed. Alter, krass. Unser Mut. Hier, mein Name. Haben wir auf jeden Fall noch aber viele Nebenquests dann zu machen, wenn wir das jetzt so abgeschlossen haben, weil dann. Also viele sind jetzt so. Wir haben uns jetzt entschieden, Richtung Baldur's Gate zu gehen. Richtig, aber auf dem Weg und dahin sind auch noch viele Quests. Na bestimmt. Den Rest haben wir ja großteils gemacht. Na, ich hoffe auch Händler. Ja, Händler wären gut. Aber das Spiel war ja jetzt gerade irgendwie verbuggt und wir mussten das ja jetzt erstmal austricksen, so wie Alex das gerade gesagt hat. Das ist. Naja. Aber wir haben es geschafft. Also. Ja, der Bildschirm läuft noch, also ich weiß nicht. Ist so alles gut. Oh. Kommt noch ein Video. Gitter. Sieht aus wie ein Fenster. Nee, Gitter. Das jetzt Gefängnis. Kommt wieder im Checko. Ja, Obdachlose. Geacht. Der hat schon Schiss, wir kommen ihm näher. Ach, der wird immer. Ey, so hübsch ist er. Den brauchst du nicht malen. Komm hier, lösch die. Lösch das Bild, ist egal. Der läuft hoch, als wenn du ein bisschen. Was hätte er? Sergeant. If you are here, I presume Wurm's Rock is secure. And preparations for my inauguration are complete. No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord. But there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the flaming fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties, duties. Duties. Ja, dann machen wir schon mal patrolling, saluting, and following, and bowing, and scraping. Yes, sir. No, sir. Was habe ich denn gesagt? Nach der Sequenz. Your plan is for ja, das war auch der Plan. Lordly. Ja, guck mal, Dirk kommt rein und schon macht Panik. Genau, Alter. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones, or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the prison bearers to kill Kethric. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. Baldurische Art, okay. I itch to peel you. Ja, verstehe ich. To split your skin. To see your skull shine in the light. Little tyrant. Ich mag sie immer mehr. Ja, ich auch irgendwie. Ich war nippisch gerade. Lucky for you.
I harvested a whole family of living flesh. Kann auch mit dem Dolch an den Start. In Rivington, with my son. They will sate my blade thirst tonight. Nee, ja, den hat sie von mir geklaut, den Dolch. But tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, my blades will thirst again. Ist denn die Kanne oben mit dem Verwandeln? Ja. Ihr seid Seelenverwandte, ich merke schon. Ja. Ein Dolch und eine Seele. Der Beginn ist die Aussicht. Neue Freunde von, cool. Wie, jetzt ist er bei den Lesben? Ja. Der Glückliche. Ne, der läuft vorbei. Der Idiot. Wir sind jetzt den Ordnung, der Zwerg. Ist dein Territorium. Ach nee, ich muss ja den Baumtypen ficken. Aber von daher. Stimmt, da war ja was. Eieieiei. War schon romantisch, wie du da anklappst. Du läufst auch so richtig ähnlich immer. Mit Brust nach vorne. So. Nee, hier! David! So. Beyond the campsite, the city waits in uneasy silence. One sleep away. Guck mal, da ist die Stadt. Mauer. Und eine Stadt. Und eine Stadtmauer. Felsen. Stadtmauer. Hey, jetzt wirklich? Meine Hose war gerade offen. Ist der jetzt wirklich echt Zufall? Abgehauen, nur weil Burke reinkam und gesagt hat, er hat ein neues Spiel? Ja. Alles gut, der kommt jetzt wieder, denke ich. Alter, ich hab Alkohol getrunken. Wer hat Alkohol? Hast du Alkohol getrunken? Ich weiß es nicht. Aber ich bin jetzt betrunken, glaube ich. Boah, immer diese Alkoholiker. Hast du gerade ordentlich mal drin gezogen, ja. Stimmt. Ah, ist weg, ist weg. Jetzt bin ich wieder klar. War ein kurzer. Jetzt auf obwohl, bei dir ist ein kurzer, ein langer, oder? Kann ich. Naja, dann würde ich sagen, geht's nächste Mal starten. Okay, also wir sollen Schluss machen, verstehe ich, okay. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Ja, wir haben letztes Mal schon eine Dreiviertelstunde überzogen. Ja, ist gut. Dann machen wir jetzt hier Schluss, würde ich sagen. Hier ist die neue Welt. Dann können wir direkt anfangen. Na denn, meine Lieben, bis zum nächsten Mal, haut rein, bis dahin, schaut gerne bei SMG präsentieren vorbei auf YouTube und dann sehen wir uns spätestens am nächsten Dienstag, denke ich mal, wenn alles gut geht, oder vielleicht am Donnerstag, wir schauen mal. Und bis dahin, bleibt gesund und munter und bis deine Antenne. Jo, genau. Ciao, ciao. Schönen Abend euch. Bye, bye.